In diesem Abschnitt der Einführung zu Information Retrieval beschäftigen wir uns mit der Architektur einer Suchmaschine. Sie werden die Architektur einer Suchmaschine auf abstraktem Niveau kennenlernen, als Komponenten, die hier aufgelistet sind. Eine Komponente zur Akquise von Dokumenten, eine zur Analyse des Textes in Dokumenten. Wir konzentrieren uns hier auf Text, nicht auf andere Medieninhalte im Augenblick. Eine zum Indexing der analysierten Dokumente, um eine Datenstruktur zu erzeugen, die Index heißt. Und das alles geschieht in einem Prozess, den wir Indexing-Prozess nennen. Und anschließend folgt der Retrieval-Prozess. In dem Retrieval-Prozess gibt es eine Nutzungsschnittstelle. Der Mensch muss irgendwie mit unserem System interagieren. Und die Nutzungsschnittstelle hat bestimmte Funktionen, nämlich zum Beispiel soll sie Queries anzeigen und soll Resultate anzeigen. Vielleicht aber noch mehr. Die Anfragen oder Queries werden analysiert und es werden auch neue synthetisiert, um dem Nutzenden zu helfen. Und im Herzen der Suchmaschine ist dann ein sogenanntes Retrieval-Modell oder das eigentliche Retrieval findet dann auf Basis der analysierten Texte, die im Index sind, und der analysierten Anfragen, die von den Nutzern in Realzeit kommen, statt, um Dokumente hervorzuholen, die in einem initialen Ranking zurückgegeben werden und anschließend noch einmal gerankt werden in einem Re-Ranking. Was das ist, sehen wir dann. In der Forschung setzen wir uns mit der Evaluierung auseinander. Das kommt jetzt alles. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das alles in einer Vorlesung schaffen. Ich werde ein paar Folien überspringen in dieser Vorstellung. Wenn Sie das Ganze ausführlich erklärt haben wollen, allerdings mit einer leicht älteren Version der Folien, weil von vor 2 Jahren, dann schauen Sie nochmal ganz in Ruhe die Videos an. Dort habe ich bestimmt mehr gesagt, als ich hier sage. Ja, eine Frage. Das sind jetzt die überarbeiteten Folien, die werden dann neu hochgeladen. Vorher war das ein eigenes Kapitel, sahen die Folien ein bisschen anders aus. Es hat sich jetzt nicht dramatisch was verändert. Die Grafik ist auch noch ungefähr gleich, die Sie gleich sehen werden. Aber es wurde ein bisschen vielleicht aufgehübscht, aber vielleicht auch wurden 1-2 Inhalte hinzugefügt, weil Teile der Vorlesung, ich meine, es ist eine Grundlagenvorlesung, das heißt, ich unterrichte selbstverständlich die Grundlagen, aber ich möchte Ihnen natürlich auch zeigen, dass die Welt sich in den letzten Monaten ein bisschen weiter gedreht hat. Und das sehen Sie jetzt hier hoffentlich dann auch. Gut, Softwarearchitektur kann man ein paar Takte zu sagen. Sie kennen die Vorlesung zur Softwarearchitektur oder wenn Sie sie noch nicht gehört haben, werden Sie sie bald hören und wie man Software entwickelt. Ich werde jetzt hier nicht einen Softwareentwicklungsprozess mit Ihnen durchlaufen, das wäre dem nicht geschuldet, aber man kann sagen, ich gebe Ihnen eine Architektursicht, eine funktionale Sicht auf Suchmaschinen. Keine Sicht, wie man etwas implementiert, obwohl die Implementierung nicht notwendigerweise dramatisch weit davon weg ist. Natürlich kann man bei Implementierung, bei Umsetzung noch viel mehr Abkürzungen nehmen, viel mehr Optimierungen machen und das muss auch gemacht werden, wenn die Geschwindigkeits- und Effizienzansprüche erfüllt werden sollen. Das sehen Sie im dritten Punkt. Suchmaschinen sollen skalieren, selbstverständlich. Skalieren bedeutet nicht nur mit Millionen, sondern mit Milliarden Dokumenten umgehen und das Ganze, wie ganz am Anfang in der ersten Vorlesung gesagt, soll dann auch bitte auf Knopfdruck funktionieren, dass eine Anfrage sofort beantwortet wird, egal wie viele Milliarden Dokumente da drin sind. Das heißt, die Architektur, wenn sie denn implementiert wird, soll auf Effizienz getrimmt sein und gleichzeitig aber auch Effektivität. Und beides zusammen ist dann das, was man Performance nennt. Performance meint immer beides, Effizienz und Effektivität. Genau, und dann kommen wir jetzt zu den beiden Prozessen, die ich eben auch schon erwähnt habe. Die Darstellung wird langsam aufgebaut hier. Oben sehen Sie als Ausgangspunkt, wie auch in dem Bild, das wir am Anfang gesehen haben, das Web hier als Gitterplanet dargestellt und unten der Mensch, der eine Frage hat. Und nun ja, unsere Aufgabe ist es jetzt, das, was auf der allerersten Folie mit ein paar Pfeilen und ein paar Wörtern suggeriert wurde, jetzt ein bisschen aufzubrechen und in kleine Stücke zu zerlegen, so wie wir es halt tun als InformatikerInnen oder angehende InformatikerInnen. Der Indexing-Prozess ist oben, der Retrieval-Prozess ist unten, dazwischen gibt es einen Storage-Layer,
wo wichtige Datenstrukturen oder auch wichtige Datenbanksysteme aufbewahrt werden. All das wird jetzt nach und nach kommen. Der erste Schritt, den wir gehen müssen, um die Architektur zu vervollständigen, ist, Dokumente aus dem Web zu akquirieren. Die Akquise von Dokumenten aus dem Web geschieht mit einem sogenannten Crawling-Prozess, mit einem Crawler. Ganz klassische Technologie, gab es im Prinzip schon seit Bestehen des Webs. Hat sich irgendjemand mal hingesetzt und gesagt, okay, wie kann man alle Dokumente finden, die im Web sind, um sie wie in einem Telefonbuch, damals gab es noch welche, aufzulisten oder eine Art Directory im Endeffekt zu machen, nicht ein Telefonbuch, sondern ein Geschäftsbuch im Prinzip, wo die ganzen Unternehmen der Umgebung aufgelistet waren, die man mal heraussuchen konnte. Also so ähnlich hat man sich das vorgestellt und das Problem des Webs ist, oder auch einerseits das Feature, aber auch das Problem des Webs ist, dass es keine Liste aller Dokumente darin gibt. Es gibt bestenfalls eine Liste aller vergebenen IPs, aller vergebenen Domains, aber es gibt keine Liste aller darin enthaltenen Dokumente, die man einfach mal systematisch runterladen kann. Sondern es gibt nur ein Dokument, das man kennt und darin sind Links und die zeigen zu anderen Dokumenten, die man kennt, die wiederum zu anderen zeigen und so weiter und so fort. Und im Idealfall ist das ganze Web miteinander verbunden über solche Hyperlinks. Und das bedeutet, wir müssen Dokumente finden, die wir vorher noch nicht gefunden haben. Nächster Schritt, Plaintext-Konvertierung der Dokumente. Wir müssen das, was da drin steckt, herausholen. Die binären Formate, die für Menschen sehr gut lesbar sind, oder zumindest sollen sie das sein, sind für den Computer ungeeignet. Wir müssen den Plaintext da rausholen und wir müssen alle Fehler, die gegebenenfalls gemacht wurden von den DokumentautorInnen, korrigieren. Wir gehen jetzt hier ein bisschen auf Details ein. Die Komponenten Crawler, Konverter und den letzten, Document Store, da werden die Dokumente gelagert, das ist die erste Datenstruktur, die wir brauchen. Den Document Store werden wir auch kurz anreißen. Vielleicht auch nochmal in eigener Sache, hier geht es jetzt nicht um Methoden, es geht nicht darum, dass Sie jetzt hier ganz tief verstehen, wie jetzt ganz exakt ein Crawler funktioniert. Es geht darum, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, was die ganzen Begriffe sind, mit denen wir hantieren. Weil in späteren Teilen der Vorlesung gibt es immer Kreuzverwebungen zwischen den ganzen Bereichen und es kommt mal ein Begriff, für den Sie noch keine Methode gehört haben oder wo Sie noch nicht genau wissen, was es ist. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen hier in den Architekturfolien einfach mal einen Rundumschlag, um Ihnen, sag mal, in einem nicht notwendigerweise Staccato, aber doch sehr schnell alles mal zu zeigen, was Sie zumindest im Kopf haben sollten, wenn Sie denken, ich muss eine Suchmaschine bauen. Das sind die drei Akquise-Komponenten, die Sie brauchen. Und wie Sie hier sehen, kann es schon eine ganze Reihe verschiedener Webcrawler geben. Der Ursprungs-Webcrawler findet einfach alle Dokumente über Hyperlinks. Das ist so die klassische Methode. Aber es gibt natürlich auch Spezialisierungen davon. Wie schon gesagt, ein Crawler startet bei einem Dokument, guckt, welche Hyperlinks sind da drin und lädt dann all diese Dokumente herunter und schaut dann darin ganz genauso nacheinander. Es gibt eine Queue von solchen heruntergeladenen, aber noch nicht weiterverfolgten Dokumenten, das heißt noch nicht auf Hyperlinks analysierten Dokumenten. Und solange diese Queue nicht leer ist, werden neue Dokumente gefunden, die vorher noch nicht bekannt waren. Es braucht eine Datenbank mit bereits bekannten Dokumenten. Der Schlüssel für diese Datenbank ist die URL des Dokuments. Und ja, wenn Sie sich das vorstellen, wenn Sie jetzt einfach sowas implementieren müssten als Aufgabe, was sind denn die Herausforderungen oder was sind praktische Herausforderungen, wenn Sie sich vorstellen, Sie müssten das ganze Web crawlen mit tausenden Rechnern? Ja. Naja, die Frage, die ich mir stellen würde, wie viel habe ich denn abgedeckt schon von der gesamten Menge? Also angenommen, ich fange an zu crawlen und wie viele Dokumente gibt es überhaupt? Wie viel habe ich abgedeckt? Okay. Also die Frage war, Sie würden sich die Frage stellen, habe ich schon alle Dokumente, die ich finden kann? Können Sie die Frage überhaupt beantworten, stelle ich mal suggestiv zurück. Wahrscheinlich nicht. Nee, warum nicht? Vielleicht gibt es Dokumente, die gar nicht über Hyperlinks verbunden sind. Ganz genau, Dokumente können nicht verbunden sein, finden wir nicht. Ja. Muss uns jemand sagen, dass sie existieren, dann können wir sie finden. Aber sonst, dann können wir sie ja manuell in die Queue aufnehmen, aber sonst nein.
Also sie haben keine Chance, die Abdeckung festzustellen. Es ist natürlich so, dass man mit statistischen Analysen, wenn man sehr viele Dokumente runtergeladen hat, schon eine Idee davon bekommen kann, wie viele Dokumente es wahrscheinlich geben müsste und wie weit man ist. Also man kann schon Abschätzungen machen, das auf jeden Fall. Und es gab auch sehr viele Webanalysen, also Paper, die Webanalysen gemacht haben. Vielleicht kommen wir da auch noch hin im Rahmen dieser Vorlesung, wie das Web aussieht. Ne? Hat so ein Fliegenmuster. Gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, aber ja. Was sind weitere Herausforderungen fürs Crawling selbst? Was kann schief gehen? Was kann ein Crawler kaputt machen? Ja? Vielleicht sicher gehen, dass die nicht das gleiche abdecken. Ja, genau. Sie denken jetzt an verteiltes Crawling, mehrere Rechner crawlen gleichzeitig und wir wollen dieses Dokument nicht, ein Dokument nicht mehrfach herunterladen. Das kann auch weitere Dinge mit nach sich ziehen, wie zum Beispiel, dass ein dasselbe Dokument unter verschiedenen URLs, zum Beispiel auf einer Seite ist es verlinkt mit irgendeinem GET-Parameter, auf der anderen Seite ist es ohne GET-Parameter, das resultierende Dokument unterscheidet sich kaum. Wir müssen URLs unifizieren, damit der Schlüssel eindeutig ist. Das ist also eine kleine Herausforderung. Ja, nicht doppelt runterladen. Sehr ineffektiv. Was noch? Ja. Okay. Schwierig, jetzt über ein Video einen Crawler laufen zu lassen, zum Beispiel. Ja, okay, verstehe. Oder eine Bilddatei, da ist ja jetzt auch nicht der Inhalt ohne weiteres erfassbar. Ja, ich sag mal, vor 5 bis 10 Jahren hätte ich dem voll zugestimmt. Heutzutage, nein, wahrscheinlich ist das kein Problem mehr. Wenn Sie sowieso schon das ganze Web crawlen wollen, dann werden Sie sich auch die Mühe machen können, ein kleines Team aufzustellen, das ein bisschen OCR macht. Aber natürlich haben Sie recht, es ist vielleicht nicht die Priorität und das Hauptgeschäft des Crawlings ist es, die Dokumente über die klassischen Hyperlinks auf den ASCII-Texten der HTML-Seiten zu finden. Ja. Naja, jetzt heutzutage einfach die schiere Menge. Also, wo will man das speichern? Okay, ja. Das ist aber hier nicht das Thema, das ist ja der Document Store. Da müssen Sie kurz warten. Ja. Ja? Es gibt Webseiten, die sich wehren werden, gecrawlt zu werden. Nochmal? Die sich wehren werden. Ja. Okay, warum wehren die sich? Also Webseiten, die sich wehren, warum? Vielleicht wollen sie nicht, dass die Daten, die auf der Webseite sind, gecrawlt werden. Ja. Und, ja. Genau. Das heißt, wie wehren die sich? Zum Beispiel sowas wie Verify that you're human. Richtig, Captchas können ein Problem sein. Das heißt, wir kriegen gar nicht, was die Menschen sehen. Ja, korrekt. Also diese Art von Analyse, das ist ja schon wieder eine Inhaltsanalyse, die wir machen. Wir wissen, dass das Dokument da ist, aber wir kriegen es nicht, weil die Betreiber es nur Menschen zeigen wollen und nicht Maschinen. Das ist absolut denkbar. Können Sie sich noch andere Sachen vorstellen? Wie kann man verhindern, dass man gecrawlt wird? Wissen Sie das? Ja. Logins oder sowas? Ja, richtig. Man kann einen Login-Wall davor machen, dann kann man zwar den Link nach außen geben, aber man muss sich dann einloggen, aber das ist im Prinzip dasselbe wie in einem Captcha im Endeffekt. Ja? Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber ich denke, man kann auch Metadaten setzen. Ja, ganz genau. Richtig. Es gibt ein informelles Protokoll, das Robots-Exclusion-Protokoll. Robots.txt können Sie eine TXT-Datei nach einer bestimmten Syntax auf die in den Root-Pfad Ihres Webservers legen und dann sehen Sie, dass oder können Sie dort einstellen, dass ein Crawler Sie nicht crawlen darf. Ob der Crawler sich daran hält, ist eine andere Frage, aber die Politeness-Policy des Crawlers sollte eigentlich vorhanden sein, denn Sie wollen ja nicht, dass zum Beispiel Sie eine böse E-Mail bekommen oder sogar verklagt werden, wenn Sie das entgegen der Erlaubnis tun. Das heißt ja nicht, dass nicht jemand eine Zivilklage anstrengen kann. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Es gibt noch ein paar andere Dinge. Parallelisierung haben wir eben schon besprochen. URL-Normalisierung haben wir. Politeness haben wir. Politeness beinhaltet auch, nicht einen Server nicht zu überlasten. Wenn man 1000 Rechner hat, die parallel crawlen und alle gleichzeitig auf einen Server gehen, dann schießt man den auch schon mal aus dem Web. Und das ist für den Betreiber natürlich auch nicht gut. Man erzeugt auch Last auf den Servern. Das heißt, man sollte sie nicht über Gebühr belasten. Wie häufig muss ich das Dokument crawlen, wenn es sich ändert? Eine Nachrichtenportalseite wird sich ständig ändern. Wenn ich meine Suchmaschine aktuell halten möchte, muss ich die Nachrichtenportalseite in einer hinreichend hohen Frequenz neu crawlen. Es wird auf der Seite nicht angezeigt, wann das nächste Update kommt. Es wird nicht angezeigt, wann das letzte Update war. Beziehungsweise selbst wenn, ist es idiosynkratisch oder sehr heterogen aufgeschrieben. Und all das muss ich trotzdem irgendwie erlernen.
Duplikat haben wir gehabt. Ja, und dann noch solche Sachen wie, wie exploriere ich das Web? Man könnte sich eine Breitensuche vorstellen, eine Tiefensuche. Insbesondere gibt es Webseiten, die auch Crawler gefangen nehmen wollen, durch sogenannte Spider-Traps, indem sie unendlich neue Seiten erzeugen. Also da, da gibt es immer ganz nette Effekte, wenn man nicht aufpasst. Also Crawling ist durchaus mit sehr vielen Herausforderungen verbunden in dem Zusammenhang. Das ist jetzt nur einmal ein Bild durchsuchen, damit Sie sich vorstellen können, was das beinhaltet. Also das alleine schon ein Problem. Jetzt kann man sagen, ich möchte nicht nur das ganze Web finden, ich möchte nur einen speziellen Teil finden, zum Beispiel wenn das Argument von gerade kommt, ich habe nicht genug Platz mehr, alles zu speichern. Das heißt, alle Dokumente, die nicht meinen Kriterien entsprechen sollen, ignoriert werden. Das sind dann diese Sidecrawler, Focus-Crawler oder Topical-Crawler, die man sich vorstellen kann. Ich sage jetzt nur was zum Topical-Crawler. Sie können sich irgendein Thema ausdenken und da haben einen auf maschinellen Lernen trainierten Klassifizierer. Und dieser Klassifizierer nimmt den Text einer Webseite oder irgendeinen Text und sagt Ihnen, gehört zu einem Thema oder gehört nicht zu einem Thema. Und wenn die Webseite zum Thema gehört, dann analysieren Sie die Hyperlinks weiter oder beziehungsweise dann speichern Sie die Webseite. Und wenn die Webseite nicht zu einem Thema gehört, dann gehen Sie einfach ganz normal durch die Hyperlinks der Webseite und gucken, ob irgendeine verlinkte Webseite zum Thema gehört. Das Ganze kann man sich auf verschiedene Weisen noch expandiert vorstellen. All das basiert aber auf der Tatsache, dass Dokumente untereinander per Hyperlinks verlinkt sind. Wenn Sie in einem Enterprise-Umfeld eine Suchmaschine bauen wollen, alle Dokumente finden wollen und Ihnen tatsächlich die Erlaubnis gegeben wird, ein Programm zu schreiben, das eine bestimmte Anzahl von Unternehmensrechnern oder auch alle Unternehmensrechner durchgeht und nach interessierenden Dokumenten Ausschau hält, dann brauchen Sie eine andere Herangehensweise. Im Prinzip eine Software, die lokal die Suchtechnologie oder im Prinzip den lokalen Dateibaum durchgeht oder relevante Teile des Dateibaums durchgeht. Und das ist ein ganz anderes Problem, überhaupt Dokumente zu identifizieren, die da sind in einem Unternehmen, über verschiedene Rechner verteilt. Zugriffspolicies ist ein Riesenproblem in dem Fall. Nicht jeder darf alles sehen, was im Dokument, was im Unternehmen vorhanden ist. Und die Linkstruktur ist de facto nicht vorhanden oder nur so implizit, dass sie quasi für automatische Nutzung nicht einsehbar ist. Converter, hier steht eine ganze Menge und ich erzähle auch ein bisschen was dazu in den Videos, in den Begleitvideos. Allerdings gehe ich jetzt ein bisschen schneller hier drüber. Reformatierung, Textextraktion ist relativ klar. Ein ganz großes Problem bei Webseiten ist, dass Inhalte zusammengepackt sind, die nicht notwendigerweise was mit dem Hauptinhalt der Webseite zu tun haben. Das heißt, man hat das Problem der sogenannten Main Content Extraction. Die Webseite soll nur indiziert werden oder betrachtet oder gefunden werden für Dinge, die von der Autorin der Webseite intendiert waren, von den Nutzern konsumiert zu werden und nicht für Werbung, für sonstige Sachen, die daneben stehen. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das Ganze verarbeitet. Gleichzeitig Konvertierung bedeutet natürlich auch, mit allen möglichen Binärformaten umzugehen, ist auch relativ aufwendig und erfordert letztendlich jede Menge Entwicklungsarbeit. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass irgendetwas vernünftig nach den Standards programmiert worden ist, weder in HTML noch in anderen Sprachen. Auch Binärdokumente können fehlerhaft, aber dennoch von den jeweiligen Softwares, die sie anzeigen, lesbar sein. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn Menschen die Dokumente noch sehen können, weil Browser sehr robust sind gegenüber Fehlern in HTML oder Acrobat sehr robust ist gegenüber Fehlern im PDF und sie einfach on the fly korrigiert, dann erwarten die Menschen natürlich auch, dass die Dokumente von der Suchmaschine trotzdem gefunden werden und die Suchmaschine beim Konvertieren nicht einfach mit einem Parsing-Fehler aussteigt. Das bedeutet, sie müssen mindestens so robust sein wie die Anwendersoftware, die entwickelt wurde, wenn sie Dokumente konvertieren wollen und wirklich alles mit berücksichtigen wollen. Die Anzahl der Fehler und Standardverletzungen, die im Web zu finden sind, sind riesig. Das geht von Encoding über Standards wie HTML richtig gemacht, HTML falsch gemacht. Und ganz unten hier, wenn irgendein Fehler auf der Suchergebnisseite zu sehen ist, dann wird das nicht den Autorinnen der verlinkten Dokumente angelastet, sondern Ihnen als Betreiber der Suchmaschine, dass Sie so falsche Dokumente anzeigen. Gut, der Dokumentstore, haben wir eben schon gesagt, wo lassen wir das eigentlich? Das Web ist riesig, wir haben jetzt nur einen Rechner hier, ja, dann können Sie auch nicht das ganze Web runterladen. Das stimmt. Aber wenn Sie eine Suchmaschine fürs Web bauen wollen, kommen Sie nicht umhin,
Platz zu schaffen für das ganze Web. Das ist eine Einstiegsbarriere, die jeder hat, der oder die eine Suchmaschine bauen möchte. Und man muss Platz schaffen, um die Dokumente lokal vorzuhalten, um, nun ja, warum überhaupt? Gecrawlt haben wir ja schon. Das heißt, wir könnten einfach direkt das Ganze indizieren und dann das Dokument wieder wegwerfen. Das könnten wir machen. Aber Sie haben noch eine Antwort gehabt? Ich hätte gesagt, du hast trotzdem die Verarbeitung der Daten einfach schneller, als wenn die lokal vorliegen. Korrekt. Das ist einer der Hauptpunkte. Wenn die Daten lokal vorliegen, kann ich sie schneller für die Verarbeitung, auch für spätere Verarbeitung, wenn ich sie nochmal anfassen muss, zum Beispiel ich habe einen Fehler in meiner Software gefunden und möchte alles Web nochmal neu indizieren, dann muss ich das Web nicht nochmal runterladen, das ist ja lange. Der Bottleneck ist das Runterladen und überhaupt das Finden der Dokumente und das möchte man möglichst separieren als fortlaufenden Prozess von der eigentlichen Aufgabe der Suchmaschine, die vorhandenen Dokumente zu indizieren. Ich decke das mal auf, es gibt noch ein, zwei, drei andere Sachen. Reprocessing haben wir jetzt gesagt. Für die Suchergebnisseite wollen Sie einen kurzen Ausschnitt des Dokuments zeigen, der Snippet heißt. Das ist auch dann, ich sag mal, für die tägliche Nutzung der Suchmaschine auch sehr relevant. Und es kann sogar sein, dass Dokumente verschwinden und temporär nicht da sind und Sie sie nicht ad hoc jedes Mal wieder beschaffen können. Verbindungen zu bestimmten Webservern fallen mal aus, überall gibt es Stromausfälle und, und. Das heißt aber nicht, dass das Dokument nicht trotzdem auffindbar sein sollte. Im Dokumentstore stehen außerdem Metadaten und wenn man sich wirklich Mühe macht und ich sag mal, in die Zukunft baut und den Wert des Webs als an sich erkennt, dann wird man wahrscheinlich irgendwann auch auf die Idee kommen, die ganze Versionshistorie aller Dokumente zu speichern. Das bedeutet, jede heruntergeladene Version des Dokuments, so wie das Internet Archive das macht. Google macht das auf jeden Fall, spätestens dieser Tage, mindestens seit 20 Jahren, wenn ich von Anfang an. Wir haben sehr früh erkannt, dass das Web herunterzuladen, haben sie auch mit angegeben, muss man ganz klar mal sagen, haben sie sehr öffentlich gemacht. Das Web herunterladen ist eine super Idee, insofern, als dass man mit diesen Daten ganz tolle Dinge machen kann. Und dass sie tolle Dinge damit machen können, nun ja, das haben sie, glaube ich, zur Genüge bewiesen. Dass es keiner nachgemacht hat, ist im Prinzip komisch, könnte man sagen. Aber es hat halt keiner nachgemacht oder es haben zumindest nicht viele versucht. Ja, und wie eben schon gesagt, wir können nicht alles auf einem Rechner ablegen. Das Web ist riesig. Wir brauchen einen verteilten Document Store. Wir brauchen irgendeinen Verteilungsentwurf, um das Ganze über Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Rechner zu verteilen. Und ja, dann kommt es im Prinzip schon zum nächsten Schritt. Wir haben jetzt die Daten gespeichert, der Document Store ist abgelegt. Was passiert als nächstes? Jetzt müssen wir mit dem Textdokument nach der Konvertierung, das wir dann herausgefunden haben, den nächsten Schritt gehen, nämlich den Text zu analysieren und ihn in eine Computerdarstellung zu überführen. Das ist zwar ein digitales Dokument, das heißt, es ist schon in einer Darstellung für Computer, aber die Serialisierung des Dokumentes in HTML oder in anderen Formaten oder als Text auch, ist für Menschen, für den Menschen gedacht und nicht für die Maschine. Das heißt, wir brauchen irgendeine Maschinendarstellung, die insbesondere dem Zweck dienlich ist, das Retrieval, das heißt den Prozess hier unten hier, zu erleichtern oder überhaupt erst zu unterstützen. Die Repräsentation des Dokumentes, die bezeichnen wir mit einem formalen Buchstaben. Die kann man sich jetzt auf verschiedene Weisen vorstellen. Ganz häufig ist es einfach ein Vektor und deswegen verwenden wir das fette D. Das kursive D wäre im Prinzip das weiße Dokument da. Sehen Sie, die Formalia sehen Sie später noch. Aber deswegen steht da ein D als Endergebnis. So, genau, was machen wir? Wir holen uns sogenannte Indexterme aus dem Dokument, aus dem Text des Dokuments, oder sogenannte Terme, Terminologie, Fachvokabular. Das kommt aus der Bibliothekswissenschaft. Und diese Indexterme dienen als Schlüssel für den späteren Index als Datenstruktur. Das können Worte oder Phrasen sein. Die Worte des Dokuments sind hauptsächlich das Ziel, aber wir können auch darüber hinausgehen und ganze Phrasen nehmen. Wir können verschiedene Informationen aus dem Dokument extrahieren, die spezifischer sind als alle Wörter. Oder wenn man die Dokumente, ich sag mal, noch für weitere spätere Funktionen der Suchmaschine klassifizieren möchte, muss man auch Features, sogenannte Machine Learning Features,
extrahieren aus den Dokumenten, um zum Beispiel die Sprache festzustellen, wie spammig ist ein Dokument. Die meisten Dokumente im Web sind Spam. Welches Thema hat ein Dokument? Haben wir eben schon besprochen beim Themencrawler. Da braucht man einen solchen Klassifizierer. Oder welches Genre hat das Dokument? Und so weiter. Es gibt haufenweise verschiedene Features, die man sich ausgucken kann. Wir schauen uns hier ein paar an, was man grundlegend macht. Also dieser Teil dauert jetzt ein paar Minuten länger. Schlüsselkomponenten sind hier einen längeren String von Text zu segmentieren in einzelne Wörter zu filtern, wenn man sie nicht möchte, zum Beispiel durch Stoppworterkennung, oder Wörter auf ihre Stammform zurückzuführen, das heißt sie zu normalisieren mit einem Stemmer oder einem Lemmatisierer. Auf der Feature-Seite, aber auch auf der Index-Term-Seite, also das heißt, alles, was rechts steht, kann auch für Index-Terme verwendet werden, könnten zum Beispiel Dinge aus der Informationsextraktion sein. Link-Extraktion ist natürlich auch ein Punkt hier, der letztendlich jetzt bei der Textverarbeitung erst ansetzt, aber der dann quasi aus den Index-Termen herausgeht, und Klassifikation am Ende. Gut, der Segmentierer nimmt eine Seite und hat im Prinzip zwei Aufgaben oder zwei mögliche Aufgaben. Zunächst einmal nehmen wir die HTML-Seite so, wie sie ist. Wir gehen jetzt erstmal von HTML aus und könnten auf die Idee kommen, sie in ihre visuell zusammengehörigen Bestandteile zu zerlegen. Auf einer Webseite gibt es einen Hauptcontent, wie eben schon erwähnt. Der Hauptcontent ist vielleicht eine Spalte in der Mitte und drumherum sind andere Elemente, die irgendwie zusammengehören. Ein großes, hier könnten, das könnte Sie auch noch interessieren, Element. Oder hier ein Werbeblock oder mehrere Werbeblöcke und. All das gehört irgendwie zusammen und das könnte man semantisch gruppieren, um dann spezifisch Einzelanalysen darauf zu machen. Das heißt, man muss hier eine Idee davon haben, wie die Webseite am Ende aussieht. Man hat ja nur den HTML-Text vorliegen. Fortgeschrittene Suchmaschinen, Google macht das auf jeden Fall, rendert die Webseite mit einem Headless Browser. Das heißt, sie nehmen ihren eigenen Chrome, zeigen halt das User Interface von Chrome nicht an auf dem Server, sondern lassen ihn einfach die Webseite in einem bestimmten Format rendern und analysieren dann das Bild. Textsegmentierung, das ist das, womit wir uns hier in der Vorlesung eher am meisten beschäftigen. Page-Segmentierung werden wir hier nicht weiter betrachten. Ist die Analyse des Plaintexts bezüglich ihrer linguistischen Einheiten, Wörter, Sätze oder andere bedeutungstragende Struktureinheiten von Text. Ein Hauptproblem ist dabei die Tokenisierung von Text. Das heißt, hier bedeutet ein Token ein Wort im Allgemeinen. Das ist ein bisschen salopp. Ein Token kann auch Interpunktion sein zum Beispiel, also die Interpunktion zwischen Wörtern oder auch der Whitespace zwischen Wörtern könnte man als Token betrachten. Die Sequenz von Tokens, in die man einen String, der ein Text ist, zerlegt, wenn man die wieder hintereinander packt und die Strings konkateniert, kommt der Originaltext raus. So kann man ein Token verstehen. Wörter zu erkennen stellt sich als schwieriger heraus, als man denkt, zumindest war das bis vor kurzem so, sage ich mal, bis Large Language Models auf den Plan treten. Es wurde vielleicht leichter, auch die haben Probleme, manchmal Wortgrenzen zu erkennen. Menschen können das sehr gut. Die Sprache ist auf uns zugeschnitten. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht die ganz große Maschinerie auf dieses verhältnismäßig einfache Problem werfen wollen, dann werden Sie wahrscheinlich auch aus Effizienzgründen mit einer Heuristik kommen. Und eine Heuristik könnte sein, einfach wo immer ein Whitespace ist, den Text auseinanderzuschneiden. Und alles, was zwischen den Whitespaces steht, zusammen als gemeinsamen String, als Wort zu betrachten. Sie könnten aber auch weitergehen und sagen, okay, ich definiere mir einen regulären Ausdruck. Und dieser reguläre Ausdruck soll definiert, was ein Wort ist. Ein alphanumerischer String zum Beispiel. Alles, was Zeichen und Buchstaben, könnte man irgendwie aussprechen. Deswegen, also Zeichen, Buchstaben, auch Zahlen, Zahlen, Zeichen und Buchstaben, Zahlen und Buchstaben, so. Alles, was ein alphanumerischer String ist, könnte man irgendwie aussprechen. Und denken Sie in dem Zusammenhang, wenn ich Zahlen sage, auch an Leadspeak und ähnliches. Es sind Heuristiken, und ich decke die Frage jetzt hier schon auf, weil ich es auch quasi schon vorweggenommen habe, in der Definition, was ein Token ist,
Natürlich, wenn ich nur nach Whitespaces den Text segmentiere, dann werden Wörter plötzlich mit ihrer Interpunktion, da sie ja nicht durch Whitespace üblicherweise getrennt ist von den Wörtern, zumindest in germanischen Sprachen nicht, dann werden Wörter mit ihrer Interpunktion zusammen als Wörter aufgefasst. Und das sind dann Strings, die ein Wort sind. Space, Komma, so wie es hier steht, ist dann ein Wort. Und das ist irgendwie, das ist natürlich nicht verständlich. Und wenn wir das als Schlüssel verwenden, dann müssten Menschen, wenn sie nach Space suchen, Space, Komma eingeben, damit sie das Dokument auch wirklich finden. Denn Computer interpretieren den Text nicht, sie matchen nur. Und das bedeutet, wir müssen etwas schlauer sein. Die zweite Heuristik mit Regular Expression könnte besser funktionieren. Sie könnten ein nachträgliches Post-Processing machen und einfach alle Interpunktionszeichen, sind nicht viele, die man üblicherweise anwendet, verschwinden lassen oder. Wenn Sie das implementieren müssten, es ist nicht ganz trivial, das zu tun. Wir müssen uns dennoch dem stellen, sonst können wir den Geschwindigkeitsvorteil, den das Indizieren liefert, nicht heben. Lower Casing wird auch noch stattfinden, das heißt, wir werden auf Groß- und Kleinschreibung verzichten. Das zieht auch Probleme nach sich, zum Beispiel, dass Apple und Apple als zwei Wörter, einmal groß, einmal klein geschrieben, etwas anderes bedeuten mögen und die dann zusammengeworfen werden. Ein ähnliches Problem kommt gleich noch, aber dazwischen können wir uns jetzt noch sagen, jetzt haben wir den Text in Wörter zerlegt, was machen wir als nächstes? Nun ja, nicht alle Wörter sind gleich wichtig. Funktionswörter oder häufige Wörter sind eher unwichtig. Die Information gebe ich Ihnen jetzt einfach. Funktionswörter tragen keine Bedeutung für den Text. Wenn ich Ihnen nur das Wort the sage, dann wissen Sie nicht, worüber der Text ist, in dem das Wort steht. Aber dieses Wort ist nicht nur ein Funktionswort, es ist auch ein häufiges Wort, es kommt quasi in jedem englischen Dokument vor. Demzufolge lohnt es sich zu wissen, welche Dokumente das Wort the und welche es nicht enthalten. Lohnt sich das abzuspeichern? Und das ist eine rhetorische Frage, die Antwort ist nein, lohnt sich eigentlich nicht. Auf diesen Speicherplatz können Sie verzichten, denn im Index müsste es dann einen Eintrag geben, der im Prinzip Referenzen zu nahezu allen Ihren Dokumenten enthält. Und wenn jemand nach the sucht, dann weiß man auch nicht wirklich, wonach die Person überhaupt gesucht hat. Deswegen, Funktionswörter ist auch ein recht begrenztes Dictionary, das man hier aufstellen kann für die meisten Sprachen, wird man wahrscheinlich einfach erstmal weglassen. Es ist allerdings nicht klar, ob man das sollte. Es gibt andere Wege, damit umzugehen, und wenn Sie später die formalen Modelle dann noch sehen oder zumindest angerissen sehen, werden Sie sehen, dass es nicht unbedingt notwendig ist, sondern dass man sie auch einfach anders gewichten kann, sodass sie nicht ins Gewicht fallen. Insbesondere gibt es da eine Downside. Was ist mit solchen Phrasen wie to be or not to be? Sehr stark bedeutungstragend, ist ein Stück, kommt aus Shakespeare, und die Leute suchen danach. Wenn das in ihre Suchmaschine eingegeben wird, dann wollen die natürlich die Dokumente finden, die damit in Zusammenhang stehen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, sie können vielleicht doch nicht einfach alles wegschmeißen. Also das heißt, es hängt ein bisschen davon ab, wer ihre Nutzenden sind, was sie tun können. Ob sie diesen Effizienzgewinn wirklich oder Platzgewinn wirklich implementieren wollen oder nicht. Genau. Viel weiter gehe ich jetzt hier auch gar nicht drauf ein. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Stemming, Lemmatisierung. Ich habe eben schon Lowercasing gesagt als einen Normalisierungsschritt für die ganzen Token, die wir jetzt aus dem Text rausgeholt haben. Und es gibt natürlich noch die Situation, dass Sprache gebeugt wird. Menschen verwenden Sprache im Normalfall vernünftig, so wie sie sie gelernt haben. Und zum Beispiel hier die Wörter Statistics, Statistik und Statistical. Letztendlich verweisen die auf dasselbe Konzept, das dahinter liegt. Und Dokumente, die entweder das eine oder das andere enthalten, sind eigentlich mehr oder weniger zu einem Thema, in dem dieses Wort irgendeine Relevanz hat. Das heißt, wenn ich nach Statistik suche, warum soll ich da nicht auch Dokumente finden, die nur Statistik enthalten oder Statistical? Und das bedeutet, nochmal zurück zu dem Beispiel mit dem Verschwindenlassen von Interpunktionen von den Tokens, Sie wollen sicherlich auch diese Beugungen der Wörter zurückführen. Es gibt dafür zwei Ansätze. Das eine ist das heuristische Stemming, noch eine Heuristik. Heuristiken sind immer Sachen, wo wir uns annähern an die gute Lösung. Lemmatisierung ist die
bessere Methode, die akkuratere Methode. Da werden dann auch Wörter wie was or be auf be zurückgesetzt, was beim Stemming nicht der Fall ist. Da sind keine Regeln diesbezüglich drin. Allerdings ist Lemmatisierung Dictionary-basiert und demzufolge relativ problematisch. Ja, beim Stemming ist es so, dass Suffixe oder Präfixe oder Infixe aus dem Wort entfernt werden, die halt das Wort beugen, so man sie denn erkennt. In germanischen oder auch in der englischen Sprache spezifisch ist es so, dass es meistens Beugungen durch Suffixbildung gibt, Statistics, Statistic, Statistical. Aber es gibt auch Präfix im Deutschen, verborgen oder ähnliches. Das heißt, die Vorsilbe ver ist ja eine Beugung oder verbergen. In dem Fall wäre ein besseres Wort bergen oder verbergen. Nicht notwendigerweise dieselbe Bedeutung in dem Fall. Da müsste man sich schon die Frage stellen, ob man das Präfix da verschwinden lassen möchte. Man spricht hier im Allgemeinen von der Affix-Eliminierung. Suffix, Präfix und Infix sind in dem Fall Beispiele für Affixe. Gut, was sind Probleme, die mit zu aggressivem Stemming einhergehen können? Zum Beispiel, wenn wir Wörter nur auf ihre ersten vier Zeichen zurückführen würden, durch eine sehr einfache Heuristik. Ja. Zwei Wörter, die was anderes bedeuten können, denn zum Beispiel die gleich vier Buchstaben. Ja, ganz genau, so ist es. Wir packen Wörter zusammen, die nicht zusammengehören. Schon bei auch längeren Wörtern, ich habe dieses Vier-Zeichen-Letter, dieses Vier-Zeichen-Beispiel ziehe ich jetzt hier nicht, aber ich habe ein anderes Beispiel, University, Universe und Universal. Die werden von einem Stemmer alle auf Univers zurückgeführt und nun ja, ist nicht ganz dasselbe. Solche Probleme existieren und führen letztendlich dann später beim Retrieval zu neuen Problemen. Natürlich basiert das ganze Retrieval nicht nur auf einem Wort. Die meisten Anfragen bestehen schon eher aus mehreren Wörtern. Wenn ich nach nur einem Wort suche, dann suche ich meistens nicht irgendein spezifisches Dokument, es sei denn, es ist ein sehr, sehr selten verwendetes Wort, sondern ich suche eher nach einer Erklärung des Wortes oder des Konzeptes hinter dem Wort. Also insofern muss man sich bei Einzelwörtern noch nicht so viele Gedanken machen, wenn solche Fehler gelegentlich auftreten. Allerdings kann es natürlich durchaus sein, dass wenn das zu häufig auftritt, solche Fälle, und ein Dokument zu viele Wörter enthält, die so in Anführungszeichen durcheinander gewürfelt werden, dass das Dokument dennoch nicht so leicht zu finden ist. Gut. Ja, genau. Nicht jede Sprache verhält sich hier gleich. Ich habe jetzt die germanische und englische Sprache oder größtenteils die westlichen Sprachen zitiert, die in den häufigsten Fällen mit Affixeliminierung schon sehr gut klarkommen. Allerdings, wenn Sie ins Arabische schauen, dann werden Sie andere Probleme haben. Dort gibt es Beugungen aller Orten und teilweise bleiben nicht viele Buchstaben am selben Platz, beziehungsweise es bleiben überhaupt dieselben Buchstaben, auf die man reduzieren könnte, übrig, sodass man entweder um Lemmatisierung nicht darum herumkommt oder um komplexere Verfahren die Sprache zu normalisieren oder die Wörter zu normalisieren. Link-Extraktion, wie schon gesagt, Hyperlinks extrahieren, das haben wir beim Crawling gesehen, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Und ansonsten dient die Link-Extraktion aber auch noch, um den Text eines heruntergeladenen Dokuments anzureichern. Wenn ich auf ein anderes Dokument im Web verlinke, dann nehme ich dafür einen Hyperlink, definiere einen Hyperlink und der ist üblicherweise irgendein Text oder irgendein Objekt zumindest gebunden, meistens ein Text. Dieser Ankertext, der ist dann zum Beispiel blau unterlegt und unterstrichen, sodass man sehen kann, dass man draufklicken kann und für die Menschen ist klar, der Text, entweder der Ankertext selbst oder der umgebende Text, der umgebende Absatz oder der umgebende Satz definiert, was sehe ich denn da auf der Webseite, warum, es gibt irgendeinen Kontext, der mich zu dieser Webseite führt, auf der Webseite, auf der ich gerade bin. Diese Information kann man auch für Suchmaschinen ausnutzen, indem man den Text, der von einem anderen Autor oder einer anderen Autorin verwendet wird, um ein Dokument zu verlinken, zu dem verlinkten Dokument hinzufügt. Das heißt, Sie nehmen den Ankertext oder auch vielleicht ein bisschen von dem Text drumherum und nutzen das quasi als Information, Zusatzinformation dafür, was denn auf dem verlinkten Dokument zu finden ist. Das ist insbesondere dann interessant, wenn auf dem verlinkten Dokument nur ein Bild zu sehen ist und sonst nichts, kein Text. Plötzlich wird das Dokument indizierbar. Je häufiger ein Dokument verlinkt wird von einer anderen Webseite, umso mehr verschiedene Menschen haben Ankertexte formuliert, um auf das Dokument zu verweisen,
umso mehr verschiedene Wörter wurden verwendet, umso genauer kann man herausfinden, worum es sich bei dem verlinkten Dokument, das keinen Text enthält, überhaupt dreht oder was dort zu sehen ist. Ein sehr wichtiger Vorverarbeitungsschritt außerdem, das heißt, hier müssen aber plötzlich, haben Sie nicht nur den einen String des einen Dokuments, die Sie massiv parallel verarbeiten können, wenn Sie aus der Crawling-Pipeline fallen, sondern Sie müssen plötzlich ein Join machen mit allen sonstigen Dokumenten, um herauszufinden, ob irgendein Dokument darauf verlinkt und zweitens, welche Texte dort über das Dokument stehen. Und das muss später an dem Dokument zugeführt werden. Aber ansonsten verläuft erstmal die Textanalyse ganz ähnlich wie zuvor. Was kann man noch machen? Informationen extrahieren aus Text, entweder für die Erzeugung von Features oder auch um spezifischere Suchfunktionen zu ermöglichen. Sie können Nominalphrasen herausziehen. The Yellow House oder Yellow House, wenn man die Artikel weglässt, ist eine Nominalphrase. Das Nomen Haus wird modifiziert. Es handelt sich um ein gelbes Haus, nicht um irgendein Haus. Und es handelt sich um dieses Haus, nicht irgendein anderes Haus. Während A Skateboard auch eine Nominalphrase ist, ist irgendein Skateboard ist in Ordnung, wenn ich eins haben möchte. Das sind Dinge, die im Prinzip noch bedeutungstragender sind als nur die einzelnen Wörter Yellow und House. Das heißt, wenn Sie Yellow House abspeichern, dann können Sie alle Webseiten finden, auf denen Yellow House steht, wenn Sie das als Indexterm verwenden. Named Entities sind ein Ding, auf das man sich einschließen kann. Dafür braucht man da maschinelle Lernverfahren, die zum Beispiel Wörter erkennen, die Namen sind für Orte, für Personen, für Organisationen. Es gibt sehr viele Namen und wir wissen, was ein Name ist und sehen das sofort und können das sofort einschätzen. Computer haben damit größere Probleme. Noch größere Probleme haben Computer, zumindest die herkömmlichen Varianten, mit Koreferenzen, hier Anaphern und Kataphern, das heißt Vor- oder Rückreferenzen. Resolving them in dem Satz hier unten, das them ist eine Anapher, die sich auf Koreferenzen bezieht, das heißt man könnte resolving Koreferences is important for text understanding schreiben und es würde trotzdem ein perfekt verständlicher Text sein, genauso wie Sie ihn jetzt auch verstehen, indem ich nur dieses Kürzel, diese Rückreferenz verwende. Kataphern sind Vorwärtsreferenzen. Sehr schwierig, für Menschen kein Problem, für Large Language Models inzwischen auch etwas einfacher geworden. Allerdings auch da wieder der Malus, man braucht halt plötzlich eine Grafikkarte, wo man vorher keine brauchte. Relation Detection geht noch einen Schritt weiter. Hier geht es dann langsam Richtung Knowledge, also Wissen oder Behauptungen, Fakten aus dem Web herauszuholen. Wenn ich eine Webseite habe, auf der steht Bill lives in the USA, dann ist der Zusammenhang vom Subjekt Bill mit dem Objekt USA lebt und Bill lebt in den USA, könnte man demzufolge als Fakt in einer Faktenbasis repräsentieren. Hier wieder eine Anapher, Bill works at the United Nations, noch ein Fakt über Bill und man könnte auf diese Weise die Informationen, die im Text drinstehen, in eine Wissensbasis verwandeln, die zusätzlich zum Retrieval herangezogen werden kann. Auch das wurde hinlänglich viel gemacht in dem vergangenen Web und in den vergangenen Webanalysen. So sind Wissensdatenbanken entstanden. Wikidata wird größtenteils manuell erzeugt, aber auch Wikidata enthält definitiv halbautomatisch erzeugtes Wissen. Diese Datenbanken kann man dann wiederum heranziehen als Zusatzinformationen, um zum Beispiel solche Sidebars auf Suchergebnisseiten zu zeigen, wo bestimmte Schlüsselinformationen als Key-Value-Paare drin sind. Und natürlich enthalten Webseiten auch semi-strukturierte Daten, Tabellen oder irgendwelche Auszeichnungen wie Zitate, Referenzen, Kommentare und all das fällt dann sozusagen so halb unter die Page-Segmentierung, halb unter die Frage, was steht in einer Tabelle drin, kann ich da noch Informationen draus ziehen und so weiter und so fort. Nützt es mir überhaupt was, wenn ich das Dokument finde, wenn ein Wort nur in der Tabelle vorkommt oder. Also da gibt es auch noch einige Möglichkeiten hier, den Inhalt besser zu erfassen. Steigende Komplexität, könnte man sagen, hier in der Liste. Es geht noch weiter bei der Klassifikation. Wollen wir Dokumente einschätzen bei der Indizierung? Welche Sprache handelt sich? Vielleicht kommt das Dokument in einen Index für die englische Sprache und ein deutsches Dokument in einen anderen Index für die deutsche Sprache. Handelt es sich dabei um Spam-Dokument? Ganz wesentlicher Aspekt im Web. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass die Mehrheit aller Dokumente im Web eigentlich Spam sind und die Suchmaschinen im Normalfall einen guten Dienst
leisten, zumindest den größten Unsinn herauszufiltern. Themenklassifikation oder Themenkategorisierung hatten wir schon als Beispiel, das sage ich jetzt nicht nochmal. Clusteranalyse, das ist dann eine unüberwachte Klassifikation. Hier geht es darum, ohne zu wissen, welche Themen sich in der Menge von Dokumenten, die man heruntergeladen hat oder die man zur Verfügung hat, die Menge der Themen der Dokumente herauszufinden. Das heißt, die Dokumente einfach einzusortieren in diese Menge von Dokumenten hat dasselbe Thema, diese andere Menge von Dokumenten hat ein anderes Thema. Das einzige Problem, was Sie dann haben, ist, dass die Cluster, die das Verfahren für Sie herausgefunden hat, keine Label haben, das heißt keinen Namen. Das heißt, Sie müssen für jeden Cluster noch ein Label erfinden lassen, zum Beispiel aus den Texten der Dokumente. Genre-Kategorisierung ist da in dem Hinsicht zum Beispiel eine ganz gute Anwendung. Man könnte die Features so wählen für seine Clustering-Verfahren, dass am Ende wahrscheinlich eine Genre-Kategorisierung herauskommt und man persönliche Homepages von Messageboards, von Blogs, von Shops unterscheiden kann oder ähnliches. Das könnte ganz interessant sein für bestimmte Suchfunktionen, wo Sie sagen, ich suche nur nach Shopping-Seiten oder ich suche nur nach persönlichen Homepages. Auch wachsende Komplexität in der Liste hier. Zu guter Letzt wird der Index erzeugt und auch das ist dann im Endeffekt mit ein paar weiteren Schritten verbunden. Wir müssen eine Datenstruktur erzeugen, die ist auch auf der Storage-Ebene. Sie können sich vielleicht vorstellen, ich nehme es mal vorweg, der Index ist mindestens so groß wie der Dokumentstore, also mindestens so groß wie die Dokumente, die ich vorher runtergeladen habe, vielleicht sogar größer. Vielleicht muss ich mehrere Indexe erzeugen, wenn ich verschiedene Aspekte nach vorne holen möchte. Also das bedeutet im Umkehrschluss, gibt es hier nicht nur den einfachen Platz, den das Web benötigt oder der Ausschnitt des Webs, den ich runterlade, sondern den doppelten Platz plus natürlich noch jede Menge temporären Speicher, um überhaupt die Verarbeitung zu bewerkstelligen. Also Sie brauchen schon, je nachdem wie groß Sie werden wollen, eine ganze Menge Platz. Sie sehen hier dann die Komponenten beim Indizieren. Ziel ist es, einen sogenannten invertierten Index zu erschaffen und wir gehen dafür einige Schritte. Zunächst gewichten wir die Terme, die wir aus den Dokumenten jetzt im vorigen Schritt bei der Textanalyse extrahiert haben. Dann konstruieren wir eine Indexdatenstruktur. Es gibt was zur Verteilung und es gibt noch ein paar Fragen zu den Dokumentstatistiken, die man noch aufzeichnen kann, die einem dabei helfen, bestimmt, dass die dem Retrieval-Modell, später beim Retrieval-Prozess dabei helfen, die Relevanz des Dokuments einzuschätzen. Termgewichtung. Wir haben ein Plaintext-Dokument, ein String, in seine Token, in seine Terme zerlegt. Wir haben jetzt eine Menge von Termen, Back of Words nennt man das. Und dieser Back of Words für ein Dokument beschreibt das Dokument inhaltlich. Das können Sie an sich selbst auch ausprobieren. Schreiben Sie ein kleines Skript, nehmen Sie irgendein Dokument, das Sie schon mal gelesen haben, lassen Sie sich alle Wörter, minus Stoppwörter oder Funktionswörter da rausgeben und schauen Sie nur auf die Wörter und Sie werden trotzdem eine gute Idee davon bekommen, was es in dem Dokument geht. Es geht um das Thema des Dokuments und ob es gegebenenfalls zu einer Anfrage passt. Je genauer wir das Dokument natürlich beschreiben können, repräsentieren können, hier in dem Fall so eine Art Vektorraum hier, wie hier zu sehen, umso besser ist das, aber im Großen und Ganzen genügt es, das als Menge zu betrachten. Um es als Vektor darzustellen und nicht als Menge, genügt es halt dann doch nicht mehr, nur die Menge anzuschauen, sondern wir wollen eigentlich auch noch was über die Wichtigkeit der Wörter wissen. Manche Wörter sind wichtiger in einem Dokument als andere. Man könnte jetzt zum Beispiel auf die Idee kommen, und das ist auch sehr früh geschehen, das war Hans-Peter Luhn in den 50ern schon, der sagte, ein Wort, das häufiger vorkommt in einem Dokument, das ist wichtiger für den Inhalt des Dokuments, als ein Wort, das weniger häufig vorkommt. Man kriegt einen guten Eindruck über das Dokument, um was es geht in einem Dokument, wenn man sich alle Wörter anguckt. Aber wenn Sie sich nur die häufigsten Wörter angucken, haben Sie auch einen sehr guten Eindruck. Das reicht schon. Die weniger häufigen, sind halt da. Vielleicht geben Sie ein paar Seitenaspekte oder sind ein paar Synonyme, aber nicht so wichtig. Das ist schon sehr früh herausgefunden worden. Es hat dann doch nochmal 20 Jahre gedauert, bis jemand auf die Idee gekommen ist, zu fragen, aber was ist denn mit den Wörtern, die in sehr vielen Dokumenten vorkommen, obwohl sie häufig in einzelnen Dokumenten vorkommen? Das ist ein anderes Problem.
Das sind Wörter, die mir nicht dabei helfen, relevante von irrelevanten Dokumenten zu unterscheiden. Also das bedeutet, wenn ich zum Beispiel das Wort Wikipedia auf der Wikipedia suche, es steht auf nahezu jedem Wikipedia-Artikel irgendwo das Wort Wikipedia. Was finde ich denn dann? Dann finde ich ja alles. Dann habe ich genau das Problem, was ich mit den Funktionsworten habe. Und das gilt es zu unterbinden. Und das sind dann im Prinzip die beiden grundlegenden Maße, die jetzt hier dem Namen nach aufgeschrieben sind. Term Frequency, Frequency wird mit Häufigkeit übersetzt, nicht mit Frequenz. Und Inverse Document Frequency, inverse Dokumenthäufigkeit. Das heißt, wir nehmen die Häufigkeit der Terme in einem Dokument und multiplizieren das in dem, zumindest in sehr vielen textverarbeitenden Forschungsbereichen, in sehr bekannten Maß TF-IDF, und multiplizieren das mit der inversen Dokumenthäufigkeit, das heißt mit dem Inversen der Zahl der Dokumente, in denen ein Wort vorkommt. Das Ganze wird logarithmiert. Die Logarithmierung dient einer Normalisierung, denn es mag einen Unterschied machen, ob ein Wort einmal in deinem Dokument vorkommt oder zehnmal. Da könnte man von einem linearen Anstieg der Wichtigkeit des Wortes sagen oder von, vielleicht sogar von einem exponentiellen Anstieg der Wichtigkeit des Wortes. Wenn ein Dokument 100, anstatt 100 Mal 200 Mal vorkommt, wenn der Text lang genug ist, ein Wort anstatt 100 Mal 200 Mal vorkommt, wenn der Text lang genug ist, hat sich die Wichtigkeit des Wortes dann auch analog verhundertfacht? Eher nicht. Man kann schon sagen, das war vorher schon häufig, jetzt ist es ein bisschen häufiger, deswegen der Logarithmus. Und dasselbe bei der inversen Dokumenthäufigkeit natürlich. Auf diese Weise erhalten Sie ein durchaus schon sehr leistungsfähiges Maß. Es ist sehr einfach, wirklich dramatisch einfach, aber es ist schon sehr leistungsfähig. Und Sie sollten es eigentlich immer als sogenannte Baseline implementieren, mit einem Zusatz. Nehmen Sie statt TF-IDF, dem einfachen TF-IDF, die BM2.5-Funktion, die im Prinzip ein TF-IDF ist, nur noch ein kleines bisschen ausgefuchster. Wir kommen dahin. An diesem Termgewichtsmaß sehen Sie auch, wenn Sie die Inverse Document Frequency betrachten, was passiert, wenn ich ein sehr häufiges Wort habe. Ich muss also, da ich hier auf einer formalen Ebene über Termgewichtung nachdenke, nicht mehr über Stoppwortreduzierung nachdenken. Denn das Gewicht, das ein Wort wie the bekommen würde, wenn es denn noch Teil der Terminologie ist, die ich betrachte, ist dank der Inverse Document Frequency nahe Null. Kommt ja fast in jedem englischen Dokument vor. Und demzufolge kann es kein sehr hohes Gewicht haben. Es kann nicht als einzelnes Wort sehr leicht relevante von irrelevanten Dokumenten unterscheiden helfen. All das ist vorberechnet und wird im Index abgespeichert. Wir schauen uns jetzt die Datenstruktur des Index einmal informell an. Ganz einfach, wir haben die Terme hier als groß T bezeichnet und einzelne Terme, die jetzt hier als Beispiel, klein t, das ist unsere Terminologie, die Indexterme, die wir aus Texten hervorgeholt haben. Und die werden einfach abgebildet in einer Hashmap, in einer Multi-Hashmap auf eine Liste von Dokumenten, die das Wort enthalten. Die Referenzen werden auf Dokumente gegeben, das ist dann hier das kursive D. Und es werden außerdem die Termgewichte, die wir ausgerechnet haben für das Dokument, hier als W dargestellt gegeben. Das heißt, für jeden Term T3 hier, beziehungsweise für den Term T3 gibt es vier Dokumente, die den Term enthalten. Und die haben jeweils vier unterschiedliche Gewichte, die die Wichtigkeit des Terms T3 bezüglich des jeweiligen Dokuments anzeigen. Das Ganze kann dann in einem Bulk-Indexing-Prozess konstruiert werden, wenn ich alle Dokumente heruntergeladen habe oder wenn ich ihnen eine geschlossene Kollektion an Dokumenten gebe zum Indizieren, dann können sie es einfach so, wie es ist, indizieren, erhalten eine Indexdatenstruktur, müssen nie mehr was dran machen. Das Web ändert sich natürlich täglich dynamisch und sie müssen den Crawling-Prozess ständig laufen lassen und demzufolge auch ständig neu indizieren. Das ist auch das, was kleine Suchmaschinen oder auch Google am Anfang immer gemacht hat, so monatsweise den Index neu berechnet aus den neu heruntergeladenen Dokumenten und dann den alten gegen den neuen vertauscht.
Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Inzwischen gibt es natürlich auch dynamische Datenstrukturen und diese Datenstrukturen können jederzeit geupdatet werden oder es gibt zumindest Strategien, den Index einerseits sehr effizient zu speichern, sodass man seinen Zweck, das Retrieval zu unterstützen, immer noch sehr gut war, dass der Index dafür immer noch sehr gut verwendet werden kann, aber gleichzeitig auch geupdatet werden kann. Man hat da so kleine Seitenindexe und mercht die gelegentlich und es gibt eine ganze Reihe von Strategien, die hier angewendet werden können. Genau, Indexe sind so groß wie der Document Store. Wir haben gesehen beim Document Store, dass er verteilt werden muss. Demzufolge muss auch der Index verteilt werden und es gibt hier drei Strategien, die man anwenden kann. Die Verteilung der Dokumente auf verschiedene Rechner. Das heißt, ich habe eine große Menge von Dokumenten. Ich nehme das erste Drittel, packe es auf einen Rechner, das zweite Drittel, packe es auf einen anderen Rechner, das dritte Drittel kommt auf den dritten Rechner und dann habe ich die Dokumente verteilt. Gut. Vor- und Nachteile, überlegen Sie mal. Ich sage zu lange das nächste. Ich kann aber auch sagen, ich verteile gemäß der Terme. Wenn ich jetzt nochmal eine Folie zurückgehe, dann splitte ich nicht, wie ich es vorher gesagt habe, hier nach Dokumenten, nehme hier alle D1 und packe die auf einen Rechner, alle D2 kommen auf einen anderen Rechner, alle D4 und D5 kommen auf den dritten Rechner, so wie ich es gerade gesagt habe, sondern bei der Termverteilung splitte ich horizontal und sage, alle T1 und T2, diese Listen, kommen auf einen Rechner und alles, was darunter ist, T3 und bis T5, kommt auf einen anderen Rechner. Das ist eine andere Strategie, die man anwenden kann. Und das dritte ist, und das steht so ein bisschen orthogonal dazu, das kann man hüben wie drüben ansetzen, egal welche Strategie man von den anderen beiden bevorzugt, von einem Index, den man einmal erzeugt hat, doch vielleicht ein paar mehr Kopien überall zu speichern. Replikation. So, und jetzt sind Sie dran. Diese drei Strategien, was bringt denn das? Ja. Ja, das ist korrekt. Ich weiß nicht, ob man das als Problem bezeichnen soll. Ich sag mal so, wenn Sie vorher wissen, dass Sie nur auf einem bestimmten Teil der Dokumente suchen wollen, müssen Sie auch nur den Rechner anfragen. Gleichzeitig gibt es aber auch Vorteile. Sie haben recht, man muss parallel überall anfragen und dann später funktionieren. Das ist nötig. Aber es gibt auch Vorteile, ja. Man hätte eine gleichmäßige Auslastung, weil richtig. Passieren, dass man irgendwo die Worte, die häufig gesucht werden, Rechner hat und dann irgendwo andere und der andere. Ja, ganz genau. Also das wäre noch ein Punkt. Sie haben jetzt gesagt, gleichmäßige Auslastung. Da müssen Sie natürlich wissen, welche Dokumente werden häufig angefragt. Wahrscheinlich wird es schon eher ein bisschen randomisiert laufen. Das heißt, es werden schon Ungleichmäßigkeiten zwischen den Rechnern, was die Auslastung anbelangt, gehen. Aber wenn ich würde es ein bisschen anders formulieren, was man gewinnt. Und zwar, dass auf jedem Rechner weniger Dokumente liegen. Auf je mehr Rechner Sie Ihren Index einer Größe x verteilen. Wenn Sie ihn auf 10 Rechner verteilen, haben Sie x durch 10. Wenn Sie ihn auf 100 Rechner verteilen, haben Sie x durch 100. Und jeder Index wird immer kleiner. Auf jedem Teil des Rechners. Und das bedeutet, ja, Sie müssen 100 Anfragen stellen an 100 verschiedene Rechner, aber auf jedem Rechner geht es rasend schnell. Anstatt eine große Datenstruktur analysieren auf einem Rechner oder auf wenigen. Das sind Vor- und Nachteile. Gut, Term Distribution. Was würde es mir bringen, bestimmte Terme hier und andere Terme da zu haben? Also nochmal zurück hier, horizontal zu splitten. Der obere Teil ist auf Rechner 1 und der untere Teil ist auf Rechner 2. Ja? Jawohl. Also das ist ja jetzt so ein bisschen das Gegenstück zu dem anderen. So heißt, man kann jetzt eigentlich einmal fragen, checken nicht mehr 100 Anfragen, sondern nur noch eine Anfrage. Mhm. Also das Problem, was wir hier jetzt machen, ist, wenn wir zum Beispiel T2 und T3 angucken, haben Sie ja beide D2 zum Beispiel und das muss dann an beiden Stellen gespeichert werden. Das Dokument nicht, das ist ja nur eine Referenz. Also es geht ja darum, den Index zu verteilen, nicht die Dokumente, wie die Dokumente verteilt sind. Die sind ja extra in Ihrem Document Store irgendwie anders verteilt.
Also da muss man sich erstmal keine Sorgen machen. Aber ich sag mal so, es kann halt sein, dass für bestimmte Wörter die Liste länger ist und für andere sie kürzer ist, wie hier. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel einen Teil der Wörter, die lange Listen enthalten, um wieder den Index verteilt kleiner zu machen, auf einen Rechner setzen, wo nur wenige lange Listen sind. Und das ist dann der ganze Index schon, während viele kurze Listen auf einem anderen Rechner sind und beide Indizes sind ungefähr gleich groß und demzufolge auch schneller zu verarbeiten. Oder nicht notwendigerweise passiert das dann immer, man muss immer noch verteilt die Queries verteilen auf verschiedene Rechner, wenn die Wörter in einer Anfrage, in einer Query jeweils auf verschiedenen Rechnern vorliegen. Aber wenn sie mal auf einem Rechner sind, muss ich halt nicht alle anfragen. So, Replikation. Warum müssen wir das machen? Ja. Ich glaube, Sie haben... Falsch, Stromausfall und der eine Rechner nicht... Jawohl, ganz genau. Ja, so ist es. Möglichst auf verschiedene Datenzentren, je nachdem, wie groß Ihre Suchmaschine ist. Und dann kann mal was passieren an einer Stelle und an anderer Stelle ist immer noch eine Kopie da. Gilt natürlich auch für den Document Store übrigens. Genau, also das steht hier alles im Großen und Ganzen nochmal. Ich lese es jetzt nicht nochmal vor. So, Dokumentstatistiken. Gehen wir etwas schneller drüber. Wir könnten uns nicht nur den Index mit den Termgewichten aufschreiben, sondern wir könnten auch ein paar wichtige Informationen über die Dokumente aufschreiben. Wie häufig sind einzelne Terme in Dokumenten? Wie häufig sind bestimmte Themen? Wie häufig sind bestimmte Genres? Dafür könnten wir eine eigene Datenbank pflegen. Was sind die Termpositionen von den verschiedenen Termen innerhalb der verschiedenen Dokumente? Das wäre dann Teil des Index wieder. Oder um die gesamte Kollektion zu charakterisieren, was sind denn die Dokumenthäufigkeiten? In wie vielen Dokumenten kommt denn ein Term vor? Das könnte später auch noch relevant werden bei Retrieval-Modellen. Oder wie lang sind die Dokumente überhaupt? Vielleicht möchten manche Leute nur nach langen Dokumenten suchen und andere nur nach kurzen Dokumenten. Das könnte man ja im User-Interface zeigen. So, jetzt sind wir im Prinzip auf der oberen Ebene vollständig. Wir haben den Indexing-Prozess und es folgt jetzt der Retrieval-Prozess. Hier nochmal die Übersicht. Wir schauen uns zuerst das User-Interface an, dann wie werden Anfragen analysiert oder auch synthetisiert, wie funktioniert dann das eigentliche grundlegende Retrieval in der Suchmaschine und was ist dieses ominöse Re-Ranking. So, die Frage, die die Person jetzt hier hat im Kopf, muss irgendwie formuliert werden und dafür muss die Suchmaschine einen ersten Teil des User-Interfaces anbieten. Letztendlich reduziert sich dieses User-Interface auf eine Eingabemaske, eine Inputbox, so wie sie hier einfach unten links zu sehen ist. Dort wird die Anfrage, hier Query, eingetippt. Und so funktionieren im Augenblick immer noch die allermeisten Suchmaschinen. Google hat, als es 1996 dann auf den Plan trat, etwas Radikales gemacht. Früher gab es nur Portalseiten, vollgestopft mit Links. Das kam doch aus einer Welt der Directories, also im Sinne von Büchern, in Anführungszeichen, die alle möglichen Referenzen enthielten. Man dachte, je mehr Links man auf so eine Seite quetscht, umso eher klicken die Leute drauf. Google ist einen anderen Weg gegangen, hat das radikal vereinfacht und gesagt, die Leute wollen nur noch suchen. Und wir hatten recht und es war tatsächlich ich habe das ja damals auch ein bisschen selbst erlebt, als ich noch jung war, in Anführungszeichen, also als ich noch im Kinderzimmer saß und das Internet dann langsam aufkam, da war es ein Erlebnis zu sehen, wow, suchen geht ja auch einfach. Plus Google war ein bisschen besser als die anderen. Aber das ist ein anderer Punkt. Letztendlich reduziert sich in einer Suchmaschine alles darauf, auf diese Eingabemaske. Das zweite Interface-Element, und das sind dann auch schon alle, die man im Großen und Ganzen braucht, ist die Suchergebnisseite. Wenn Sie eine Anfrage eintippen, dann wollen Sie ein Suchergebnis und dieses Suchergebnis soll eine Liste von Dokumenten, die in der Suchmaschine bekannt sind, auflisten und Links dahin geben. Üblicherweise denken wir es wieder an Websuche und gegebenenfalls mir auch erklären, was denn das Suchergebnis mit der Anfrage, die ich gestellt habe, zu tun hat. Und dafür müssen wir sogenannte Snippets generieren, da kommen wir gleich noch drauf, die ein kurzer Auszug aus dem Dokument sind und dafür brauchen wir dann wieder direkten Zugriff auf den Document Store, um das ad hoc für die wichtigsten, höchst gerankten Dokumente zu machen. Wir haben noch nicht gesehen, was jetzt hier im
Retrieval eigentlich passiert. Wir sehen nur, was der oder die Nutzerin hier sieht. Erst als Eingabe, das ist der erste Schritt, eine Anfrage und dann als Ausgabe die Suchergebnisseite. Um eine Anfrage abzusetzen, muss der oder die Nutzerin unsere Sprache sprechen, der Suchmaschine. Wir haben irgendeine Anfragesprache definiert und sei sie auch noch so einfach. Und wir müssen eine Suchergebnisseite vorhalten, da gibt es ein paar Caveats. Und nun ja, in den letzten Wochen, Monaten ist etwas sehr, was schon seit ein paar Jahren auch tatsächlich etwas stärker beforscht wird in der Information Community, aber es hat einen kleinen Durchbruch gegeben mit den seit Ende 2022 jetzt, seit ChatGPT und der Integration dieser Systeme in Suchmaschinen. Durchbruch im Sinne von andere User-Interfaces und vielleicht auch einfachere User-Interfaces, aber noch nicht, was Qualität anbelangt. Wir schauen uns ein Beispiel an, so wie wir es am Anfang getan haben. Hier eine Suchergebnisseite, die von DuckDuckGo. Das ist einfach, ich sag mal, das, was man so als, jetzt muss ich mal nachzählen. Ja, also sag mal, man sagt üblicherweise 10 Blue Licks, jetzt sind es hier 12. Das liegt einfach daran, dass DuckDuckGo so ein bisschen Infinite Scrolling-Implementierung hier hatte und nicht ein Pagination, wie es bei Google zu finden ist. Der Ausdruck 10 Blue Links ist üblicherweise, wie man solche initialen Suchergebnisseiten, wenn man bei irgendeiner Suchmaschine was eingibt, bezeichnet. Blau deshalb, weil die Industrie sich darauf geeinigt hat, die Links, die am prominentesten dargestellt werden, blau anzuzeigen. Und darunter sehen Sie das Snippet, was wir sehen, gegebenenfalls eine URL, noch ein paar andere visuelle Features. Aber das ist es im Großen und Ganzen schon. Das ist die einfachstmögliche Suchergebnisseite, an die sich die Menschen gewöhnt haben und die man demzufolge als Industriestandard bezeichnen könnte. Wer gegen diesen Industriestandard verstößt, also das heißt signifikant andere Designs verfolgt, muss einen guten Grund dafür haben und muss sicherstellen, dass das wirklich eine Verbesserung gegenüber der Erwartung ist, die Nutzende an eine Standardsuchmaschine haben, ist. Gut, das könnte man als Basic User Interface bezeichnen, einfache Query Submission und einfache Result Presentation. Ein bisschen fortgeschrittener ist Google und ich habe eben ein bisschen gesagt, okay, ich habe gesagt, Google hat radikal vereinfacht, wenn Sie sich diese Suchergebnisse anschauen, dann ist Google nicht mehr radikal einfach, finde ich. Sondern es ist zwar immer noch erkennbar, hier diese 10 Blue Links, aber es ist schon recht umfangreich, was man hier zu sehen bekommt. Sehr viele verschiedene Elemente, man muss erstmal alles parsen im Kopf, sage ich mal, und verstehen, also das heißt im Kopf selber zusammensortieren, was das alles bedeuten soll. Auch hier, man gewöhnt sich natürlich daran. Google wird ja von sehr vielen Menschen benutzt und alles, was Google auf die Webseiten packt, wird de facto zu einer Art Standard, wenn sie es denn aufrechterhalten. Also insofern orientieren sich andere Suchmaschinen schon daran, wie das hier aufgestaltet ist. Sie sehen aber hier eine ganze Menge Elemente, die über die 10 Blue Links hinausgehen und die man mit Fug und Recht durchaus hier schon als etwas fortgeschritten bezeichnen könnte. Gut, das sagen wir auch mal. Also Advanced wäre Query Refinement. Refinement sehen Sie jetzt hier zum Beispiel unten rechts. Es werden alternative Vorschläge gemacht. Wenn Sie tippen, wird ja auch was eingeblendet zum Query Refinement. Das ist dann schon fortgeschritten und hilft dem Nutzenden, seine Anfrage zu verbessern und gegebenenfalls noch relevantere Dokumente noch schneller zu finden, ohne dass man jetzt diese Dokumente, die hier schon angezeigt werden, überhaupt durchgehen muss. Oder wenn man sie durchgegangen hat und nicht das gefunden hat, was man sucht, um weiterzukommen, ohne selber nachdenken zu müssen. Beides vorteilhaft. Und ansonsten gibt es noch so Spezialelemente wie diese Grafik hier, der Wissensblock oder der Ausschnitt von Wikipedia, ein paar Bilder, die dazu gefunden wurden oder hier unten dieses Videoelement, wo Videos herausgegriffen werden, die das Konzept, nach dem ich offensichtlich gesucht habe, erklären oder solche Frage-Antwort-Sachen. Wir sind da schon ein bisschen drauf eingegangen. Google geht auch da so weit, dass verschiedene Seiten verschiedener Sprachen, ich spreche ja Muttersprache Deutsch, Google kapiert irgendwie, oder ich habe Google irgendwie gesagt, mal irgendwann kann sein, weiß ich nicht, dass ich das Deutsche und Englische mächtig bin und demzufolge zeigt mir Google auch beides
Wikipedia wird ja längst eingerückt, weil ich eine Wikipedia-Seite schon gesehen habe. Und ja, das sind so Sachen, wie man das Suchinterface ein bisschen fortgeschrittener gestalten kann. Üblicherweise geht es bei fortgeschrittenen Prozessen dann meistens um das interaktive Retrieval. Das heißt, nicht einfach nur Frage eingeben oder Anfrage eingeben und Suchergebnis erhalten. Die Suchmaschine hat ihre Aufgabe erledigt, sondern die Suchmaschine hat ihre Aufgabe erst erledigt, wenn die Nutzenden tatsächlich zufrieden von dannen ziehen mit der Information, die sie gerne hätten. Und das bedeutet, die Suchergebnisseite kann dazu dienen. Die Suchmaschine sollte sich selbst aber nicht vertrauen, den Nutzenden weiterführen in der Exploration und im Herausfinden des Informationsbedürfnisses. Und das bezeichnet man im Allgemeinen als interaktives Retrieval. So, die Anfragesprache ist üblicherweise ganz einfach. Schlüsselwörter. Sie tippen Schlüsselwörter ein, Sie können auch ganze Sätze eintippen, die werden dann gegebenenfalls in Schlüsselwörter zerlegt, sehen wir gleich noch. Und jetzt stehen hier diese Operatoren, Boolean Operators. Das kommt noch aus einer Zeit, als Boolean-Suchmaschinen, ich sag mal bis in die 80er, 90er hinein, noch die Industrienorm waren und nicht das gerankte Retrieval, wo man dann Anfragen formulieren konnte wie Information and Retrieval. Information and Retrieval and not Data oder irgendwie sowas. Und mit solchen Anfragen hantieren sie heute gar nicht mehr. Google hat auch diese Anfragesprache noch eine ganze Weile noch implementiert, zumindest rudimentär implementiert. Allerdings ist das heute wahrscheinlich gar nicht mehr der Fall, sondern die Anfrage wird einfach nur als Back of Keywords sozusagen betrachtet. Strukturierte Anfragen haben wir hier mal außen vor gelassen. Man könnte jetzt von SQL her kommend noch komplexere Anfragesyntaxen sich vorstellen, aber die spielen im Endeffekt in unserem Bereich keine Rolle. Fragen könnte man stellen, wie schon gesagt. Ob die Suchmaschine in der Lage ist, Fragen als solche zu erkennen und zu interpretieren, ist eine Anfrage. Dafür wird man aber auf jeden Fall mit Sprachmodellierung herangehen müssen. Da würde man nicht mehr mit den herkömmlichen Verfahren rangehen. Und wenn man das nicht kann, wird die Frage einfach als Text interpretiert und in ihre Wörter zerlegt. Und wir haben auch am Anfang schon der Vorlesung Query by Example gesehen, wenn ich einfach ein Bild eingebe anstatt einen Text. Gut, was die Operatoren anbelangt, wenn Sie sich die Websuche vorstellen und hier diese Boolean-Syntax, also Information and Retrieval soll bedeuten, dass beide Wörter vorkommen sollen. Information or Retrieval soll bedeuten, dass entweder beide oder nur eins der beiden vorkommen soll in dem Dokument, das ich suche. Welche Semantik wird denn implizit, ohne dass man es ausschreiben muss in einer Anfrage, bei Google oder bei anderen Websuchmaschinen vorausgesetzt? Ja? Oh. Ja, warum? Naja, weil man dadurch halt eine größere Menge abdeckt, weil ja. Man sagt, entweder das eine oder das andere oder auch beides möglich. Ja. Und weil man sich nicht sicher ist, was soll der jetzt genau haben. Und dann hat man ja immer noch die Auswahlmöglichkeit zu sagen, ich will, also da steht dann da, dass das wurde jetzt nicht beinhaltet. Mhm. Sage ich, will aber explizit, dass das nicht beinhaltet wurde, dann ja. Wird die Anfrage auch nochmal geändert. Ja, ganz genau, richtig. Sie können gleich noch sagen, wie die geändert wird? Die Anfrage? Ganz genau, Anführungszeichen. Man kann auch um ein Wort Anführungszeichen setzen, man kann Anführungszeichen um Phrasen setzen, das heißt, Sie haben hier schon einen anderen Operator genannt zur zweiten Frage, aber ja, die Semantik bei Google ist eine OR-Syntax, eine OR-Semantik. Das liegt daran, dass wir nicht Boolean-Retrieval machen, wir machen nicht Set-Retrieval. Bei einer Boolean-Suchmaschine können Sie zwar solch eine komplexe boolsche Formel aus Wörtern komponieren und ein recht komplexes Subset von Dokumenten damit definieren, aber üblicherweise haben Boolean-Suchmaschinen nie gerankt. Sie liefern einfach die Dokumente, vielleicht sortiert nach Datum oder irgendwie sowas, wie in einer Bibliothek, nach Erscheinungsdatum oder so. Aber wir erwarten von Websuchmaschinen, weil wir viel zu viele Dokumente haben, ein Ranking. Das wichtigste Dokument soll oben stehen. Und wenn das wichtigste Dokument zufällig eins ist, wo das zweite Wort, was ich angegeben habe, nicht enthalten ist, kann das trotzdem das Richtige gewesen sein? Denn es kann ja sein, dass ich ein Wort angegeben habe, das gar nicht relevant ist für das, was ich eigentlich will, sondern ich es nur fälschlicherweise dorthin geschrieben habe. So könnte man sich das herleiten, warum das so ist. Es kann natürlich für Profis mal ganz nett sein, wenn man
eine etwas stärkere Kontrolle über das Suchergebnis hat. Und das wird zunehmend reduziert, weil, und das ist auch ein Fakt, die meisten Menschen kennen fortgeschrittene Suchoperatoren, wie sie hier auch zu sehen sind, gar nicht. Ich habe jetzt nicht danach gefragt, aber Sie kennen bestimmt die Phrasensuche nicht nur, sondern auch die Feldsuche. Sie können in Advanced Search oder konnten zumindest in manchen Suchmaschinen Advanced Search angeben, zum Beispiel bei Google Scholar, dass das Wort im Titel sein soll und nicht im Haupttext, was heißt nicht im Haupttext, aber hauptsächlich im Titel vorhanden sein soll. Sie können nach Wildcards suchen. Das geht bei Phrasensuche übrigens auch heute noch. Das kann ich mal vorführen, falls Sie das nicht wissen. Machen wir das Lieblingsbeispiel. Also das wird immer noch unterstützt, soweit ich weiß. So, und es wird nicht gehighlightet. Das finde ich ja nicht gut. Das ging mal. Tja, es wird nicht mehr unterstützt. Sehr spannend. In dem Video zur Vorlesung sehen Sie, dass es noch unterstützt wurde. Das ist gar nicht so alt. Also, Sie sehen, auch das ist anscheinend weg. Zumindest ging es jetzt hier nicht. Vielleicht muss man irgendwas anders machen. Synonyme gab es auch mal als Operatoren. Gibt's auch nicht. Aber vielleicht eines der wichtigsten Features, die man heutzutage auch immer noch sehr erwartet von einer Suchmaschine, ist die Site Search. Da geht es darum, dass Sie einen bestimmten Operator haben und nur auf einer bestimmten Webseite suchen wollen, die Sie per Domainname oder auch per längerer URL angeben können. Wenn Sie ansonsten ein Suchergebnis voll von Müll haben und zum Beispiel wissen, Sie möchten nur ein Suchergebnis von Stack Overflow haben, weil das halt schneller geht beim Programmieren, dann können Sie mit der Site Search Ihre Suche dramatisch beschleunigen und trotzdem noch die bessere wahrscheinlich Suchfunktion verwenden, als die Google bezüglich Stack Overflow anbietet, als Stack Overflow selbst. Genau, also das sind Operatoren, die man sich vorstellen kann. Sie können sich auch noch eine ganze Menge weitere Operatoren vorstellen, abhängig vor allem natürlich davon, was Ihre Suchmaschine soll und für wen sie gedacht ist. Nicht alle Suchmaschinen durchsuchen das Web. So, genau, deswegen hier auch domänenspezifische Suchmaschinen. So. Resultatanzeige haben wir eben schon teilweise vorweggenommen, hier nochmal wiederholt. Üblicherweise sieht ein Resultat, besteht aus diesen drei Elementen, irgendeine URL oder eine angedeutete URL, der Link mit dem Titel von dem Dokument oder einem Ausschnitt des Titels des Dokuments und darunter ein Auszug des Dokuments, so ein sogenanntes Snippet. Das Snippet enthält üblicherweise ein Highlighting des oder der Wörter, die in diesem Ausschnitt vorhanden sind, die auch in Ihrer Anfrage vorkommen. Das Wort wird auch gehighlightet, wenn es im Titel vorkommt oder in der URL. Und das ist dann im Prinzip Ihre Kurzreferenz auf das Dokument, das gefunden wurde. Und im Idealfall genügt diese Information für Sie, um zu entscheiden, ob das Dokument anklickwürdig ist oder nicht im Vergleich zu den anderen Dokumenten, die da sind. Also ob es wahrscheinlich Ihnen nützlich sein wird oder nicht. Also es soll eine Art Zusammenfassung liefern, eine anfragespezifische Zusammenfassung. Die Zusammenfassung, die hier geliefert wird, ist extraktiv. Das bedeutet, es werden Texte aus dem Dokument extrahiert, Sätze oder Satzfragmente und angezeigt, in denen die Wörter enthalten sind. Es mag mehrere mögliche Kandidatensätze in dem Dokument geben, die die Wörter enthalten. Dann werden eher die Sätze genommen, die mehr von den Schlüsselwörtern enthalten, nach denen Sie gesucht haben, oder die wichtigsten Sätze. Auch das hier, das heißt, eben haben wir Terme gewichtet. Beim Snippet generieren müssen die Sätze gewichtet werden. Also das heißt, Sie haben noch eine kleine Retrieval-Aufgabe dazwischen. Universelle Suche haben wir eben im Beispiel auch gesehen. Das sind dann diese Einblendungen hier, One-Boxes haben wir auch ganz am Anfang noch gesehen. Solche Fragen, die man einblenden kann, Videos oder Bildanzeigen. Das ist, sind die One-Boxes, die haben wir schon gesehen. So, ja, Suchmaschinen implementieren, wenn sie kommerziell sind und sich über Werbung finanzieren, nicht nur eine Suchmaschine, sie implementieren auch eine andere Suchmaschine, nämlich die Suchmaschine für Werbung, die gleichzeitig angesprochen werden muss, um die Werbeinhalte, die passend zu ihrer Suche auf die Suchergebnisseite gerendert werden sollen, mit zu retrieven. Die kommen nicht einfach organisch aus dem Web, sondern es gibt eine eigene Datenbank mit Werbetreibenden, die bei Ihnen etwas geschaltet haben
und demzufolge müssen Sie die thematisch relevanten Sachen rausholen mit Berücksichtigung weiterer Constraints, wie auf welchen Suchergebnissen, für welche Suchergebnisse im Prinzip oder für welche Anfrageworte die Werbetreibenden bezahlt haben und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist so ein halber Datenbank-Lookup, so ein halbes inhaltliches Retrieval und Ranking, so wie es bei einer Suchmaschine auch passiert. Ja, Facetten und Kategorisierung, haben wir immer gesagt, ist eine tolle Sache, wurde auch wirklich jahrelang dran geforscht. Im Information Retrieval, noch zu Zeiten, als ich in die Forschung eingestiegen bin, war das ein großes Thema. Die Cluster-Suchmaschinen, es wurden einige kleinere Startups auch da verkauft an größere Startups. Yahoo hat einen gekauft und Google, glaube ich, auch. Letztendlich hat sich das nicht durchgesetzt. Bei Amazon sehen Sie noch Facetten-Links, da ist es nützlich bei solchen Shopping-Systemen. Das ist im Prinzip so eine Art einfachere Datenbank-Lookup, auch wieder wie beim Ad-Retrieval auch, Meta-Informationen, Sie können Einschränkungen machen, soll bei Prime sein, soll, keine Ahnung, so viel kosten. Bei allen anderen Shopping-Seiten natürlich auch, ich nehme mir halt das die größte genommen. Aber im Großen und Ganzen, in der generellen Websuche hat sich facettierte Suche nicht durchgesetzt, weil auch da die meisten Menschen das einfach nicht benutzen. Sondern sie erwarten einfach, schnell eingeben, Knopf drücken, kommt schon was Gutes und weiter geht's. Und Kategorisierung und das Cluster-Labeling gibt es, soweit ich weiß, heute gar nicht mehr in der Praxis. Könnte man nur noch für, sag mal, im Hintergrund verwenden, um damit vielleicht noch ein bisschen Informationen zu gewinnen für das Indizieren. Ja, jetzt gibt es noch die neuen Suchschnittstellen. Sie haben vielleicht die Bing-Suche gesehen, die YouCom-Suche oder die Neva-Suche, die alle eine Konversationssuche bauen. Ich habe hier mal was in unserem eigenen Chat-Noir gemockt. Das läuft so noch nicht. Aber man könnte es implementieren und so könnte es aussehen oder so sieht es auch aus, eine Konversationssuche. Man chattet wie auf WhatsApp oder wie in anderen Chatsystemen, wie auf Discord mit der Suchmaschine und lässt sich Fragen direkt beantworten. Also das heißt hier keine Schlüsselwörter mehr, eher Fragen ohne Sprachmodelle und die Fähigkeiten der großen Sprachmodelle kommt man hier nicht mehr aus. Das Sprachmodell generiert irgendeinen Text als Antwort und parallel läuft eine klassische Suchmaschine im Hintergrund, die ganz normal retrievt. Und jetzt kann man sich, jetzt ist das Hauptproblem, das Sprachmodell halluziniert, könnte man sagen, mit dem, was tatsächlich im Web vorhanden ist, in Übereinstimmung zu bringen. Kann man sich jetzt eine ganze Menge Strategien ausdenken. Es gibt noch keine, wo ich sagen kann, das ist sie und so macht man das. Microsoft mit der Bing-Suchmaschine, YouCom als erstes, Richard Socher und sein Unternehmen und Neva. Das sind jetzt die ersten Suchmaschinen, die das ansatzweise tun und sich und versuchen, dieses zusätzliche, neue Retrieval-Problem zu lösen. Gibt noch keinen Standardansatz. Man kann sich jetzt Verschiedenes überlegen. Ja, ich habe jetzt einfach mal das Folgende gewählt. Irgendwie wird ein Text generiert und es werden passend zum Text Ergebnisse gefunden. Und dann hier referenziert. Ich denke, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Geben Sie mal Ihre Meinung ab. Finden Sie diese Interfaces gut? Ja? Irgendwie nicht. Also ich finde halt bei Google, es wird zwar auch mal angezeigt, so eine Antwort über das Thema, aber ich weiß nicht, ob man das... Das ist featured. Genau. Das ist ja nur umgedreht, Snippet oben im Anführungszeichen. Ich war vor dem halt immer noch gemerkt. Selbst wenn da Wikipedia zitiert wird, habe ich manchmal das Gefühl, dass nicht genau das ist, was ich suche. Genau. Und auch bei mathematischen Problemen oder so steigt selbst Google aus mit den ersten Seiten, die man da... Ja, ich denke, das kann ich so bestätigen und wahrscheinlich viele andere von Ihnen auch. Haben Sie überhaupt schon mal diese Art von Interfaces probiert? Hat jemand Zugriff auf Bing? Zeigen Sie mal auf. 1, 2, 3. Gut. Hat schon mal jemand YouCom benutzt? Ja? Noch einer mehr? 2 mehr? Und jetzt noch Neva? Noch einer? Also fast niemand. Ne? Man kann sich das mal angucken, es ist ganz witzig und für spezielle Arten von Informationsbedürfnissen wahrscheinlich gut. Könnte es gut werden. So, aber jetzt gibt es 3 Meldungen. Ich fange mal, ich glaube, Sie waren zuerst, dann Sie und dann Sie. Ja, also erst Sie. Ja, also ich muss sagen, ich habe ein bisschen andere Erfahrungen. Es gibt zum Beispiel einen, der heißt Perplexity.ai. Ah, ja. Und wenn ich zu einem Thema nicht viel finde, auf Einschlägen-Suchmaschinen, ja.
dann frage ich meist nochmal dort, weil ja. Die filtern sehr viel Bullshit raus. So. Ja. Also sehr, sehr viel aggressiver als Google oder DuckDuckGo oder was. Ja, okay. Ich denke, der Zeitgeist, der jetzt hier auch getroffen wurde mit diesem Konversationssystem, ist, die Leute wollen schnell zu ihren Suchergebnissen kommen. Deswegen werden ja auch Facetten und Operatoren und alles ganz toll für Experten, Profis und für die Leute, die es wirklich brauchen. Und für alle anderen ist das einfach unnütz. Die Leute wollen einfach möglichst schnell wieder weg von der blöden Suchmaschine. Sie wollen weitermachen, mit das Problem zu lösen, was sie haben. Oder die Freizeit weitergestalten. Oder. Also das heißt, im Großen und Ganzen geht es möglichst schnell darum, die Menschen mit Informationen zusammenzubringen. Und dazu kommt jetzt noch ein anderes Problem, das im Web entstanden ist. Nämlich, dass Suchergebnisse dramatisch überflutet werden mit, wie Sie eben formulierten, Bullshit. Und Bullshit kann sein Werbeinhalte, also Inhalte, die nur generiert werden, sind, damit sie gefunden werden, damit man dann möglichst viel Werbung drauf sieht, aber die einfach schlecht geschrieben sind oder. Und man könnte jetzt Angst haben, dass das Web mit den Large Language Models und Textgenerierung noch mehr in eine solche Flyer-Welt, zu einer solchen Flyer-Welt wird und man Schwierigkeiten haben wird, gute Dokumente zu finden. Aber das ist ein anderes Problem, die Entwicklung, dass Suchmaschinen vielleicht zu kompliziert geworden sind für manche, die ist offenbar. Das heißt, wenn ich mir das Interface von Google angucke und da ging das von DuckDuckGo, hier kann ich fließbandmäßig durchgehen. Selbst wenn das Ranking nur mittelmäßig ist. Ich werde was finden auf irgendwann. Hier muss ich erstmal 5 Sekunden verstehen, was ich alles sehe. Na, also jeder Fortschritt bei Interfaces, jede Verbesserung, die sich jemand vorstellt, ist vielleicht eine Verbesserung für manche, aber nicht für alle. Und das ist immer ein Problem, was man mit Interface-Design schon immer hatte und auch immer haben wird. Und wahrscheinlich brauchen manche Menschen dieses Interface und andere Menschen brauchen ein anderes Interface. Diese Art von Variabilität und Personalisierung ist allerdings nicht vorgesehen, sondern es wird üblicherweise vorgegeben, was man haben soll. Und nun ja. Zumindest die großen Unternehmen geben sich ein bisschen Mühe, was User-Interface-Design anbelangt. Aber ich denke, das, was wir jetzt hier sehen, das ist noch sehr experimentell. Wahrscheinlich nur für bestimmte Aspekte relevant. Ich würde mal eine andere Frage noch an Sie haben. Wollen Sie überhaupt lange Texte lesen, wenn Sie eine Websuche machen? Ich sehe, ja, teilweise, ja. Ja, da ja, noch eine Meldung? Es kommt ja ganz auf die Frage drauf an, die man hat. Also ja. Wenn man jetzt irgendwas genau. Wissen will, dann vielleicht schon. Ne? Genau. Jetzt einfach nur wissen will, was ist die Hauptstadt von ja. Jahren, was dann... muss das jetzt nicht ein schöner Text sein, reicht mir die Antwort. Da gebe ich Ihnen recht, genau. Also man muss unterscheiden zwischen Fragen, die man in einem Satz beantworten kann und Fragen, bei denen ich eine Abhandlung brauche. Und das tun diese Modelle teilweise nicht sehr gut. ChatGPT und Bing ist relativ gesprächig. Und ich sag mal, wenn das auch kürzer ginge, dann wäre ich ganz glücklich. Aber im Großen und Ganzen sehe ich bei der Suchanwendung, also die Suchanwendung hat einfach das Problem, dass jetzt wirklich die Frage, ist es nur relevant zur Anfrage, könnte es meine Frage beantworten, versus beantwortet es meine Frage auch, viel, viel wichtiger wird für diese Art von Interfaces. Denn hier muss die Suchmaschine eigentlich die Wahrheit sagen, denn wenn ich hier aufhöre zu schauen, und bei den meisten Wikipedia-Artikeln klicken die Leute nicht auf die Referenzen, die da sind, haufenweise, sondern verlassen sich nur darauf, dass jemand anders schon gecheckt haben wird, dass sie stimmen, wird das hier wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt sein. Alles noch völlig unbekannt, wirklich vollkommen unbekannt, riesengroßes offenes Forschungsfeld, also Information Retrieval ist nicht vorbei, wegen der Large Language Models. Und jetzt machen wir auch wirklich Schluss, da hinten war noch eine Meldung. Ja. Und ich glaube, ich würde vielleicht das auch nicht machen, weil ich mag so die Kontrolle darüber zu haben, was ich wähle und ja, die Quellen und so. Ja. Aber ich hatte letztens so ein Problem, ich wollte eine Formel finden. Ja. Und was die unterschiedlichen Parameter heißen und die Quelle, die ich hatte, war so ein riesiges Buch. Ja. Und es hatte so
klar, mathematische Formeln suchen ist sehr schwierig. Ja, ja, und dann irgendwie musste ich so da wählen, so okay, was von hier ist diese Formel, die ich möchte. Ja. Und musste es mit 1000 anderen Webseiten, ja, genau, vergleichen. Und ich denke so halt, wenn diese Chats, Bots oder so Search Engine, also alle die Resultate von jeder Quelle so irgendwie vergleicht und dann findet so etwas, was, ja, da überall gemeinsam ist, wäre es ziemlich cool, weil dann muss ich diese Arbeit nicht machen. Ja, ganz genau. Also das heißt im Großen und Ganzen gebe ich Ihnen völlig recht. Bei solchen Fragestellungen, bei denen es wirklich auf Interpretation ankommt, immer unter der Voraussetzung, dass das Ergebnis stimmt, dann ist das super nützlich. Und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass diese Interfaces für bestimmte Fragen gut sind, aber nicht für andere. So, wir gehen also noch einen Schritt weiter, wie gesagt, und der Schritt zwischen dem Sucheingabe und dem Ergebnis besteht auch wieder aus drei Schritten in dem Fall. Wir fangen zunächst an mit der Anfrageanalyse. Hier passiert im Großen und Ganzen dasselbe wie oben bei der Textanalyse. Wir nehmen einen String, das heißt eine in menschenlesbarer Schrift geschriebene Anfrage, und verwandeln sie in eine Computerrepräsentation, die hier dann analog zu dem fetten D oben mit dem fetten Q bezeichnet ist. Diese Computerrepräsentation dient als Eingabe für das Retrieval, was ich jetzt aber noch nicht vorstellen werde, weil moderne Suchmaschinen machen noch ein kleines bisschen mehr als das, als nur in die Einbahnstraße sehen, sondern sie geben auch noch Feedback über die Anfrage, die man gestellt hat, auf Basis der Analyse dieser eingegebenen Anfrage und seiner Computerrepräsentation. Und das kann man analog dazu mit Anfragesynthese bezeichnen. Das heißt, eine moderne Suchmaschine nimmt nicht nur Anfragen entgegen, sondern synthetisiert analoge, neue Anfragen, vielleicht sogar bessere Anfragen für die Nutzerin. Das ist zumindest das Ziel. Hier angedeutet, wie es bei Google seit Jahr und Tag schon gang und gäbe ist, und auch bei vielen anderen Suchmaschinen, durch die Vorschläge für weitere Wörter zur Vervollständigung einer Anfrage, wenn man sie gerade eintippt. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr von Möglichkeiten, wie man Vorschläge machen kann. Da gehen wir jetzt ein bisschen durch. Und nur zu dieser Frage der Query-Analyse und der Query-Synthese gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Ansätzen in der Forschung, worüber ich Ihnen einen kurzen Abriss geben möchte. Die Textanalyse wird hier 1:1 wiederverwendet. Die wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Natürlich ist die Anfragesprache eine andere als die Sprache, die in Dokumenten geschrieben wird. Ganz offensichtlich schreiben wir in Anfragen einfach nur ein paar Stichpunkte auf, nicht gegebenenfalls einfach nur Lowercase, keine vollständigen Sätze, wobei sich das inzwischen auch dramatisch gewandelt hat, seit es mobile Geräte gibt und mobil gesucht wird und die Suchmaschinen darauf optimiert sind, sind die Leute viel schneller im Tippen mit der Zwei-Finger-Technik oder auf andere Weisen und tippen deshalb gerne auch mal vollständige Fragen ein, die natürlich auch von einer Suchmaschine gut interpretiert werden müssen, was bis vor kurzem auch noch immer recht schwierig war. Beziehungsweise, ich will nicht sagen, dass jetzt alles gelöst ist mit den Sprachmodellen, weil die sind immer noch nicht schnell genug, also um das wirklich skalierbar zu machen. In dem Zusammenhang haben wir darüber gesprochen, beziehungsweise habe ich jetzt gezeigt, ich habe gar nicht darüber gesprochen, dass die Suchmaschine, um die Synthese machen zu können, ein Log pflegt. Und dieses Log enthält die Anfragen, die gestellt werden von allen NutzerInnen, aber auch die Klicks, die auf Suchergebnisseiten gemacht werden, das heißt die Ergebnisse, die angeklickt werden, und gegebenenfalls sogar, wie lange man dort bleibt, abhängig davon, ob man von dem Suchergebnis wieder zurückkommt zu der Suchergebnisseite. Das heißt, die NutzerInnen werden im Normalfall auch noch getrackt, wenn sie das nicht von selbst verhindern. Und auf diese Weise hat man ein vollständiges Log des Nutzerverhaltens auf der Suchmaschine. Das dient insbesondere, um solche Vorschläge hier zu machen, denn andere Menschen haben gegebenenfalls ähnliche Fragen wie man selbst. Und auf diese Weise ist es möglich, solche Vorhersagen hier zu machen. Die basieren nicht notwendigerweise nur auf den Dokumenten, die schon geschrieben wurden, sondern auf anderen Anfragen. Wie schon gesagt, die Anfragesprache ist eine andere bei Suchmaschinen als bei Dokumenten. Nichtsdestotrotz sind die Analyseverfahren recht ähnlich
Und wir haben nicht die Probleme mit Interpunktion, weil da die meisten Leute dann doch sich nicht die Mühe machen, lohnt sich nicht. Können im Prinzip direkt voranschreiten, aus den paar Stichwörtern zu versuchen herauszufinden, was eigentlich gemeint ist. Was gemeint ist, das wird dann hier in der Forschung umschrieben mit dem Begriff Query Understanding. Und die Suchmaschine muss natürlich verstehen, wir haben es leicht, Suchanfragen zu interpretieren, wobei man das auch in Anführungszeichen setzen muss. Denn was die NutzerInnen tatsächlich meinen, das kann auch ein Dritter gegebenenfalls nicht so richtig herausfinden. Da kommt gleich noch ein Beispiel dazu. Ja, und die Synthese soll dann natürlich Anfragen erzeugen, die dem tatsächlichen vorliegenden Informationsbedürfnis eines oder einer spezifischen Nutzerin entsprechen. Und das ist entsprechend auch so eine Herausforderung, für die man die Logs, die Suchmaschine aufzeigt, dringend benötigt. Anders geht es nicht. Sonst ist man halt in einer, wie wir es nennen, Ad-Hoc-Situation. Kommt nachher auch noch. Ja, Textanalyse haben wir schon gesehen. Wie gesagt, Tokenisierung, Stopworterkennung, Stemming und Lemmatisierung, Named Entity Recognition. Das sind alles Dinge, die man an dieser Stelle durchführen könnte. Eine Frage? Ich glaube, wir kommen da gleich nochmal drauf, aber ich kann es nochmal ganz kurz wiederholen. Also, wir zeichnen eine neue Datenbank auf. Ja. Und die liegt neben dem Document Store und dem Index. Die ist natürlich nicht so groß, obwohl sie hier gleich groß dargestellt ist. Das ist aber nur symbolisch. Und in diesem Anfrage-Log stehen alle Anfragen, die alle NutzerInnen der Suchmaschine eingegeben haben, drin. Zu welchem Zeitpunkt? Welches Suchergebnis haben Sie erhalten, gegebenenfalls zu dem Zeitpunkt? Also wirklich alles, was die Suchmaschine erzeugt, Anfrage wie Ergebnis. Gleichzeitig steht drin, auf welches Suchergebnis haben die Leute geklickt, auf welchen blauen Link hier. Und außerdem noch, wie lange sind Sie auf dem Suchergebnis geblieben? Das heißt, man geht hin und man kommt wieder zurück zur Suchergebnisseite, weil vielleicht das Suchergebnis nicht gut war. Das heißt, man sucht weiter auf derselben Suchergebnisseite, weil man ja glaubt, dass die Anfrage eventuell ausgereicht hat. Und demzufolge erreicht man auf diese Weise oder erhalten die Suchmaschinen auf diese Weise eine Information darüber, wie relevant das Dokument ist. Je länger man bleibt, umso eher ist das Dokument relevant oder relevanter als andere Dokumente, auf denen man nicht so lange bleibt. Und wenn man zu einem Dokument geht und dann nicht wiederkommt, dann mag das Dokument mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Problem gelöst haben. Darum dreht es sich hier. Natürlich gibt es noch andere Anwendungen und diese Logs werden natürlich auch regelmäßig kritisiert, aber das ist, kommt dann gleich noch. Tokenisierung, Stopworterkennung, Stemming, Lemmatisierung, Named Entity Recognition für die Textanalyse, um die Repräsentation zu erzeugen. Das haben wir alles schon gesehen bei der Textanalyse, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Wie gesagt, die Sprache ist eine andere, die Anfragende sprechen. Allerdings ist sie auch nicht so total verschieden und üblicherweise gibt man sich ein bisschen Mühe, die Anfrage halbwegs ordentlich zu formulieren. Wobei auch das natürlich, indem man sehr ad hoc tippt und üblicherweise vielleicht doch nicht so viel Zeit investiert, Tippfehler zu korrigieren, zumindest ein bisschen fehlerbehaftet ist. Also hier sieht man schon auch da ein kleines Problem, das dann noch auftritt. Ja, beim Logging, wie gesagt, Anfragen, Resultate und die Klicks darauf, auf welchen Seiten hat man interagiert und dann generell, wer ist man? Also das heißt nicht notwendigerweise ganz exakt den Namen von einem selbst, aber wenn man sich eingeloggt hat in der Suchmaschine, wird natürlich auch das aufgezeichnet, sofern man nicht widerspricht. Und oder das in irgendeiner Weise verhindert. Und in dem Zusammenhang kann die Suchmaschine ein sehr umfangreiches Profil über eine Person anlegen, sofern diese Person für alles Mögliche die Suchmaschine benutzt. Der immense Nutzen, der von Suchmaschinenlogs ausgeht, der ist Ihnen wahrscheinlich jetzt schon geläufig, auch wenn Sie noch vielleicht noch nicht viel von Suchmaschinen oder ihrem Bau wissen. Denn es ist allenthalben Thema in den Medien, dass Google alles Mögliche aufzeichnet und alles Mögliche trackt.
Der immense Nutzen ergibt sich daraus, wie schon gesagt, dass wir zum ersten Mal auf relativ großem Skalenniveau eine Information darüber erhalten, wie relevant sind die Dokumente, die die Suchmaschine liefert. Und dieses Signal, das ist super wertvoll, wenn man mit solchen Suchmaschinen, die zum Beispiel den Markt für eine gewisse Domäne schon dominieren, Google insbesondere, konkurrieren möchte. Natürlich möchte Google nicht, dass diese Suchergebnisse publik werden, also dieses Query-Log, denn das ist vielleicht eins der, von deren wertvollsten Assets. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht interessant für Sie, dass es zumindest eine Möglichkeit gibt, seit kurzem das zu unterbinden. Und an dieser Stelle mache ich ein bisschen Eigenwerbung, denn wir haben die gefunden. So, Sie sehen hier ein Paper, das wir vor kurzem auf der hochrangigen SIGIR-Konferenz veröffentlicht haben zum Archive Query Log. Und da zoome ich mal rein. Und Sie sehen hier, wir haben zwar kein großes, aber doch ein signifikant großes. Ich mache es noch ein bisschen größer. So. Ja. Besser. Doch ein signifikant großes Suchmaschinen-Log zusammengestellt. Wie haben wir das erreicht? Das Query-Log heißt Archive Query-Log. Wer von Ihnen kennt das Internet Archive? Ja, ich sag mal gut die Hälfte. Wer es nicht kennt, Sie finden auf archive.org eine Webseite, die von einer nicht profitgetriebenen Organisation in den USA, dem Internet Archive, betrieben wird. Und die fertigen, bauen eine digitale Library, so würden Sie es jetzt bezeichnen, die im Prinzip alles, was digital ist, aufzeichnen möchte, was in irgendeiner Weise Medien entspricht, die von Menschen konsumiert werden können. Und sie haben angefangen 1996, parallel zu Google übrigens, damit das Web zu crawlen, mit dem Ziel, das Web als Ganzes für die Bibliothekswissenschaft oder generell für die Menschen frei zu speichern. Das war Brewster Kahle, der das Internet Archive gegründet hat. Und wie wir letztes Jahr herausgefunden haben, gibt es im Internet Archive anscheinend nicht nur Dokumente, die im Web archiviert wurden, die von irgendjemandem dort veröffentlicht wurden, sondern anscheinend auch jede Menge Suchergebnisseiten. Und das ist eine sehr spannende Erkenntnis gewesen, die uns doch überrascht hat, dass da nicht schon jemand vorher drauf gekommen ist. Denn seit 25 Jahren häufen sich dort Suchergebnisse an, die gegebenenfalls von Menschen aktiv dort archiviert werden. Das heißt, sie können einfach dorthin gehen und jede Webseite, die ihnen gerade gefällt, dort archivieren lassen. Da gibt es einfach eine Funktion, das ist ganz nett. Wenn Sie mal wollen, dass eine Webseite im aktuellen Zustand nicht beziehungsweise auch in Zukunft noch vorhanden ist, selbst wenn sie wieder verschwindet, dann ist das der Weg. Oder Sie können auch alte Webseiten wiederfinden, gegebenenfalls, die Sie mal kannten, aber die nicht mehr da sind. Das ist alles kein Problem dort, mit der Einschränkung, dass nicht alles aufgezeichnet wird. Die sind nicht so groß wie Google, aber es ist das Größte, was in nicht kommerzieller Hand ist. Sicherlich deutlich größer als das, was Bing vorhält und von der Abdeckung her sicherlich konkurrenzfähig mit Google, obwohl Google sicherlich eine größere Historie des Webs aufgezeichnet hat, die sie sicherlich auch nicht gelöscht haben. Ja, und seit 25 Jahren häufen sich dort auch Suchergebnisse an, die entweder aktiv von jemandem gearchivt wurden oder die zufällig von jemandem auf einer Webseite verlinkt wurden und deshalb mitgecrawlt wurden. Natürlich hat Google eine Robots.txt, die verhindern soll, dass diese Seiten gecrawlt werden. Allerdings anscheinend haben sich diejenigen, die es gecrawlt haben, dafür nicht interessiert. Das heißt, wir sind in der glücklichen Situation, nicht nur von Google, sondern von allen möglichen anderen Seiten, und das sind nicht nur Suchmaschinenseiten, sondern alle möglichen Webseiten, denn Suchmaschinen gibt es auf nahezu allen wichtigen Webseiten dieser Tage, um die Inhalte zu durchforsten, dass wir von nahezu allen wichtigen großen Webdiensten Suchergebnisseiten aufgezeichnet haben und die akquirieren wir gerade im großen Stil und hoffen damit zumindest nachstudieren zu können, wie gut Google-Suchergebnisse sind. Also
Querylogs, das ist von der Größenordnung her, wir sehen hier 356 Millionen Queries und wir rechnen im Schnitt mit Suchergebnisseiten so für rund 166 Millionen davon, die tatsächlich erfolgreich archiviert wurden. Also das ist schon eine Zahl, die jenseits aller bisher vorhandenen Querylogs in der Öffentlichkeit ist. Wir haben da übrigens auch mal eine Übersicht gemacht. Das können Sie sich auch mal angucken hier. Das ist so ein Ausschnitt dessen, was so öffentlich verfügbar ist. Hier unten. Es gab da ein geleaktes Querylog von der AOL recht früh. Das ist schon recht groß. Also es ist nicht so klein, aber es geht ja meistens nur um Queries. Es geht nicht um Suchergebnisseiten. Und diese Suchergebnisseiten erlauben uns in Zukunft bedeutend bessere Ranking-Modelle zu trainieren auf Basis von maschinellem Lernen. Und das soll die Forschung der nächsten Jahre sein. Das vielleicht nur als Hintergrund. Entschuldigung, gehen wir hier hin. Dass sich die Welt da auch ein bisschen weiter dreht und nicht notwendigerweise die Innovation nur aus kommerziellen Unternehmen kommt. Genau. Ja, was haben wir hier unten noch gehört? Ich habe gesagt, in 2006 ist AOL auf den Plan getreten und hat einen großen Ausschnitt ihres eigenen Querylogs veröffentlicht, beziehungsweise ein Forscher, der bei AOL gearbeitet hat, hat das getan. Der wurde im Anschluss daran gefeuert, beziehungsweise musste seinen Hut nehmen, weil das leider trotz aller Bemühungen, das Querylog zu anonymisieren, nicht funktioniert hat, das Querylog zu anonymisieren. Und nun ja, so ist die Öffentlichkeit durchaus mal an ein recht großes Querylog gekommen und mit dem dann auch sehr umfangreich trotz allem geforscht wurde. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem, was bei Google täglich aufläuft. Also wir können in dieser Weise nicht mit Google konkurrieren. Allerdings zeigt sich ja auch bei Sprachmodellen dieser Tage, dass kleine Modelle auch mit großen Modellen konkurrieren können. Insofern hoffen wir, dass wir auch mit einem kleinen Ranking-Modell auch, sag mal, 80-90% der Qualität von Google wiederherstellen können. Ja. Wenn Sie Interesse haben, sich diesen Fall mal genauer anzugucken, es gibt da eine schöne künstlerische Aufbereitung von einem spezifischen Query-Log unter dem Titel I Love Alaska, eine häufige Query in diesem Log von dieser Person, und es wird dort eine, nun ja, doch etwas tragische Geschichte erzählt. Also schauen Sie sich das mal vielleicht an, wenn Sie vielleicht mal eine Stunde Zeit haben. Gut, das zu Query-Logs. Query-Analyse und Synthese ist das nächste, also insbesondere die Synthese jetzt als nächstes. Und wenn die Anfrage eingegangen ist, dann soll die Query gegebenenfalls neu geschrieben werden oder zumindest es sollen Vorschläge gemacht werden, wie die Query zu verbessern ist. Es gibt diesen Unterschied auch, kann man sagen, zwischen Vorschläge machen, aber die Originalanfrage beibehalten und die Query tatsächlich umschreiben, auch transparent für den Nutzer, dass die das nicht mitbekommen, weil man schon mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass egal, was die Nutzerin tatsächlich getippt hat, man hat vorhergesagt, was mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit tatsächlich gemeint ist. Und in dem Zusammenhang kann man in solchen Fällen, zumindest wenn man eine bestimmte Philosophie verfolgt, die meisten Menschen glücklich zu machen mit der Suchmaschine unter allen NutzerInnen, dann einfach die Anfrage ersetzen und intern durch eine bessere Repräsentation austauschen. Kann natürlich für Einzelfälle dazu führen, und das werden Sie bei Google bestimmt auch schon erlebt haben, dass die Suchergebnisse nicht ganz dem entsprechen, was Sie erwartet haben. Ja, Query neu schreiben kann bedeuten, wir können Terme ersetzen, wir können Terme hinzufügen, und da gibt es dann jetzt eine Reihe von Unterproblemen oder Aufgaben. Das ist die Anfrageempfehlung oder die Rechtschreibkorrektur und die Anfrageerweiterung beim Hinzufügen vom Term. All das wurde minutiös auseinandergehalten, und es kommen noch eine Reihe weiterer solcher Aufgaben als nächstes auf den nächsten Folien. Wir gehen da ganz kurz durch. Was die Empfehlung von Anfragen anbelangt, das haben Sie jetzt eben schon andeutungsweise gesehen. Das, was unten aufpoppt unter der Suchbox, wenn Sie anfangen zu tippen, ist eine Art von Anfrageempfehlung. Aber Google unter anderem, aber auch viele andere Suchmaschinen schlagen Ihnen auch noch andere Anfragen vor. Sie sehen unter der Suchbox
zum Beispiel häufig so etwas wie Did you mean oder Showing Results for. Im ersten Fall kriegen Sie eine Empfehlung und können die dann auswählen, müssen Sie aber nicht. Im zweiten Fall nimmt Google das Ergebnis einer anderen Suchanfrage vorweg, weil es sich sicher ist, dass das Gemeinte von Ihnen war und Sie können dann gegebenenfalls nochmal zurück auf Ihre Originalanfrage. Ganz unten auf Suchergebnisseiten sind ganz häufig auch noch weitere Anfrageempfehlungen, die eventuell ein bisschen weiterführen. Wir haben auf den Suchergebnisseiten von Suchmaschinen dann hier auch solche Buttonboxes gesehen, dass Sie andere Suchmaschinen ansprechen können, wo die Anfrage parallel auch gestellt wurde. Es werden Fragen eingeblendet, die andere NutzerInnen schon gestellt haben, ohne die Antworten zu geben. Und wenn Sie darauf klicken, bedeutet das ja auch, dass Sie an dieser Frage im Kontext dieser Suchanfrage interessiert sind und so weiter und so fort. Das heißt, man kann den NutzerInnen eine ganze Menge Arbeit abnehmen, Ihre Suchanfragen selbst zu formulieren. Sie können den Unterschied ganz leicht erleben, wenn Sie mal wieder, das kommt allenthalben noch vor einer nicht so weit fortgeschrittenen Suchmaschine sitzen, wie Sie häufig in eher kleineren Unternehmen, kleineren Webseiten oder auch Bibliotheken oder anderen Einrichtungen, öffentlichen Einrichtungen vorliegt. Die Technologie ist da noch nicht so weit fortgeschritten und wenn man nicht so stark unterstützt wird, wie man es erwartet hat, dann kann es durchaus sein, dass man erstmal kurz stutzt und sich Mühe geben muss, sich selbst darüber klar zu werden, sehr stark, worum es eigentlich geht, worum es einem selbst eigentlich geht. Das ist schon ein bisschen Arbeit und je mehr Arbeit man den NutzerInnen abnehmen kann, umso besser. Ja, Rechtschreibkorrektur haben wir erwähnt, ist selbstverständlich und das ist auch definitiv so, dass man die Anfrage dann eindeutig ersetzen kann. Mit der kleinen Ausnahme, dass es durchaus sein kann, dass natürlich Sie sich auf eine Weise verschrieben haben, die Korrektur auf eine bestimmte Weise läuft und Sie eigentlich ein anderes Wort gemeint haben, weil Sie sich vielleicht stark vertippt haben oder weil zwei Wörter sehr ähnlich geschrieben werden. Das kann natürlich alles passieren. Das heißt, jede Art von Query Rewriting, und das wird sich auch so fortsetzen, sorgt dafür, dass Sie im Endeffekt sich von dem Originalwunsch des Nutzers ein bisschen entfernen. Das heißt, es ist fehlerbehaftet. Und je krasser die Fehler sind, die Ihre Vorhersagealgorithmen machen, umso mehr werden die Nutzer Ihnen das auch gegebenenfalls danken oder auch nicht. Erweiterung ist auch relativ selbsterklärend. Sie fügen Wörter hinzu. Das bedeutet, Sie machen die Anfrage spezieller. Wenn ich nur die Anfrage Query, wie in dem Beispiel am Anfang, eingebe, dann kann ich alles Mögliche damit meinen. Wenn ich Query Understanding eingebe, dann meine ich doch relativ genau, dass dieses Verstehen einer Anfrage gedacht ist, weil es sich hier um einen Noun Phrase handelt. Und wenn die Suchmaschine in der Lage ist, ihre gewünschtes Ziel ein bisschen besser vorherzusagen, dann kann es ja auch einfach ein paar Wörter hinzufügen. Denn wenn man nur nach den wenigen Wörtern sucht, die sie vielleicht eingegeben haben, dann ist es vielleicht so, dass, sehr breit gefasst Dokumente gefunden werden, die von denen nicht alle oder vielleicht auch gar keins ihre Anfrage wirklich gut bedient. Die nächsten Query-Rewriting-Methoden sind offensichtlich die Entfernung von Wörtern oder die Spezialisierung. Entfernung von Wörtern ist das Gegenstück zu hinzufügen. Wir sprechen nicht von einer Spezialisierung, sondern von einer Relaxierung. Es kann sein, dass Sie eine Anfrage eingeben wie eine lange Noun-Phrase. The Yellow House hatten wir mal als Beispiel und vielleicht gibt es halt in den Suchergebnissen kein gelbes Haus und das heißt, wenn man das Wort gelb verschwinden lässt, findet man zumindest Häuser. Vielleicht meinten Sie ja nicht ganz klar das gelbe Haus, sondern das orangene. Das nur als plakatives Beispiel. Manche Menschen geben sehr lange Suchanfragen ein mit sehr vielen Wörtern und landen dann gegebenenfalls auch auf Suchergebnisseiten, die sehr kurz sind, nur sehr wenige Ergebnisse enthalten. Und die Suchmaschine möchte natürlich kein leeres Ergebnis zeigen. Also die Betreiber der Suchmaschine wollen das nicht. Sondern versucht dann zumindest irgendwas zurückzugeben. Spezialisierung ist etwas orthogonal dazu. Natürlich ist das Weglassen
das Weglassen von Termen ist eine Relaxierung. Eigentlich müsste ich das hier, wenn ich das richtig sehe, das müssten wir eigentlich mal umsortieren, würde ich sagen, weil Spezialisierung passt mehr zu Hinzufügen von Termen. Ah, gut, dass ich das gerade sehe. Genau, die Spezialisierung bezieht sich eher darauf, dass man zum Beispiel eine Segmentierung vornimmt. Ich zeige Ihnen das auch mal am Beispiel. So. So. Was habe ich denn hiermit gemeint? Oder was könnte ich alles hiermit gemeint haben? Ja. Eine Tanz in Times Square in New York. Ja. Oder einen New York Times Artikel über Square Dance. Ja, ganz genau. Noch was? Das wären auch die wahrscheinlichsten Vorhersagen von jedem Algorithmus wahrscheinlich, weil es die am weitesten verbreiteten Wörter sind, die jeder kennt. Ich kann Ihnen noch eine Alternative zeigen. Ich indiziere das mal durch Hochkommata. Es gibt ja noch eine Stadt, die heißt York. Vielleicht kennen Sie die. Und ich würde natürlich gerne wissen, gibt es eventuell in der York Times einen Artikel zu Square Dance? Ich habe den mal gesehen, der war so ein neuer. Ne? Ja. Also die Menschen suchen nach allem Möglichen und sie müssen sich klar machen, dass 50% aller Anfragen, die eine Suchmaschine erhält, neu sind. Jeden Tag. Es gibt immer was Neues, die Welt dreht sich weiter, passiert immer was Neues und die Leute suchen immer nach Dingen, von denen man nicht erwartet. Und eine Suchmaschine muss darauf reagieren. Das heißt, wenn sie nur nach den häufigsten Interpretationen gehen, hat die New York Times jemals was über Square Dance geschrieben? Oder gab es mal auf dem Times Square ein Square Dance? So. Vielleicht, wissen wir nicht. Kann sein, da passiert eine ganze Menge. Insofern, das sind alles Dinge, die Anfragesegmentierung beinhalten. Und üblicherweise bedeutet Anfragesegmentierung, wir packen Hochkommata an die richtige Stelle. Ob die Anfrage jetzt hier wirklich meine Frage beantwortet und ob der Times Square Square Dance Club, ja, perfekt, passt ja, ne? Also perfekt. Viel besser geht's ja nicht. So. Also es gibt für alles Mögliche was, auch wenn man es nicht erwartet. Und je mehr man eingibt und wenn man halt nicht in der gewillt ist, das persönlich zu spezialisieren, umso mehr Interpretationsschwierigkeiten hat die Suchmaschine, beziehungsweise liefert, insbesondere wenn sie selbst Vorhersagen macht, so ähnlich wie Sie es gerade getan haben, wenn da in New York Times steht, wird wohl New York Times am häufigsten das Richtige sein, dann halt nur Artikel von der New York Times, obwohl man die gar nicht wollte. Ja, genau. Scoping bezieht sich darauf, dass man eine Anfrage nur bezüglich eines Teils eines Dokuments auswertet. Also das heißt zum Beispiel beim Titel des Dokuments nur genauer schaut oder nur im Inhalt des Dokuments. Das kann man dann gegebenenfalls auch mit entsprechenden Suchparametern manuell erfordern. Allerdings in den meisten Fällen machen die Leute das nicht, wie gesagt. Deswegen wird auch hier gegebenenfalls erwartet, dass die Suchmaschine selbst kapiert, dass hier nach einem Titel gesucht wird oder gegebenenfalls nach einem Inhalt eines Dokuments. Personalisierung ist ein weitläufig verwendeter Begriff und basiert darauf, dass wenn die Suchmaschine schon ein Anfragelog aufzeichnet und dieses Anfragelog auf Sie persönlich zugeschnitten ist, beziehungsweise eine lange Historie Ihrer Anfragen beinhaltet, dass die Suchmaschine Ihnen gegebenenfalls natürlich Dokumente liefern kann, die Sie schon mal gut fanden oder Dokumente, die Sie häufig suchen. Und demzufolge auch oder im großen und Gesamtkontext auch auswerten kann, was Sie so am häufigsten tun und daraufhin Ihre Suchergebnisse zuschneiden kann. Mir wurde mal gesagt von einem Google-Engineer, dass die Personalisierung nicht so umfangreich ist, wie man sich das denkt. Das meiste, was man unter Personalisierung sieht, ist meistens lokationsbasiert. Das ist dann mehr kontextbasiert, wie es hier unten auch steht. Das heißt, wenn Sie an einem bestimmten Ort sind, bekommen Sie andere Suchergebnisse, als wenn Sie an einem anderen Ort sind. Und das erzeugt natürlich auch, was die Evaluierung von Suchmaschinen anbelangt, eine ganze Menge Probleme, denn wer weiß, ob nicht an vielen Orten die Suchmaschine nicht funktioniert. Ja, Frage? Ich persönlich habe eher aber das Gefühl, dass halt Instagram zum Beispiel ist vielleicht nicht eine Suchmaschine in dem Sinne, dass man halt so eine krasse Query schreibt oder so, aber das ist vielleicht schon
ziemlich genau Dinge vorschlagen, die in der eigenen Bubble immer vorhanden sind, weil das eigentlich irgendwann mal natürlich ein Lügenspiel ist, was einen interessiert, wo man hängen geblieben ist. Ja, suchen Sie auf Instagram? Ja, eben nicht, aber... Genau. Das ist ein anderer Modus. Also wir sprechen dann hier nicht von so im Prinzip nicht von einer Suchmaschine, obwohl es sicherlich verwandt ist. Wir sprechen von einem Empfehlungssystem. Das heißt, Sie gehen auf Instagram, gucken Ihre Timeline an und kriegen Vorschläge von Dritten, die Sie nicht folgen. Dasselbe bei Facebook und bei anderen. Und Sie gehen einfach durch. Letztendlich hat aber die Suchmaschine ein ganz ähnliches Problem wie das Empfehlungssystem hat ein ganz ähnliches Problem wie eine Suchmaschine. Nur ist die Anfrage unbestimmt. Sie wollen unterhalten sein. Aber kann man die Ergebnisse, die man dort hat, auch wieder auf die Suchanfragen irgendwie übertragen? Vielleicht. Ich würde es nicht ausschließen, dass wenn ich jetzt zufälligerweise sehr viele Daten von Facebook oder Instagram hätte, das auf die Websuche transferieren kann. Also einen Domänentransfer der jeweiligen, wahrscheinlich in dem Fall maschinelle Lernmodelle durchführen kann, um zumindest ein bisschen Relevanzsignal für eine tatsächliche nutzerinnengetriebene Anfrage zu erhalten. Also ja, das ist möglich. Ich würde es auf gar keinen Fall ausschließen. Es wurde bestimmt auch schon probiert. Es wird ja schon seit ein paar Jahren an Recommender-Systemen wie auch Suchmaschinen geforscht. Also insofern würde mich nicht überraschen, wenn man dazu was findet. Ich weiß nicht, wer zuerst war. Geht das nur für die Antworten, die wirklich zu der Query kommen, oder ist das auch für Werbung? Naja, bei Werbung wahrscheinlich schon mehr als bei anderen Dingen. Ich habe jetzt hier nicht über die negativen möglichen Verwendungsweisen von Querylogs gefunden und irgendwie, ja, Werbung ist jetzt ein Aspekt. Ich würde es nicht als negativ bezeichnen, ich würde es nur als etwas bezeichnen, was nicht notwendigerweise alle oder auch nur ein Bruchteil der NutzerInnen wirklich akzeptieren, dass sie es bekommen. Also ja, bei Werbung kann man sagen, hat die Suchmaschine im Prinzip ein weiteres Retrieval, eine weitere Suchmaschine in der Suchmaschine, die sich nur für Werbung, die nur die Werbung indiziert und dann noch eine weitere, eine ganze Menge an Randbedingungen erfüllen muss, jedes Mal, wenn Sie eine Anfrage eingeben. Zum Beispiel, es haben sich, wenn Sie ein bestimmtes Wort eingeben, eine Reihe von Werbetreibenden beworben, diese Suchergebnisseite, die sie halten, mit Werbung zu bedienen. Und derjenige, der am meisten bezahlt, kriegt normalerweise den Payoff. Es soll allerdings, so zumindest der Claim von Google, zumindest relevant sein. Das heißt, auf sie passen. Und das ist so ein bisschen der Trade-off, den man da hat zwischen dem Retrieval von Werbung für gegen Bezahlung von Werbetreibenden, wie auch dem Retrieval von Werbung, sodass sie zumindest in irgendeiner Weise was zu tun hat mit dem, was ich will. Weil ich hatte da mal einen Artikel drüber gelesen, da ging es auch um dieses Thema, und da wurde eben festgestellt, dass man relativ spezifisch, also nicht nur Location oder Kontext basiert Werbung treiben konnte. Also sie haben das dann an den RedakteurInnen in der Zeitschrift getestet, haben dann eben geschaut, Webseiten geschaltet wurde oder auf so und so viel Suchergebnisse geschaltet wurde, dann sehen, und es war ein relativ hoher Anteil, also dass auch passend zur Demografie dann die Werbeergebnisse kamen. Das User-Log wird recht ausführlich sein und man wird eventuell, selbst wenn Sie keine Angaben gegenüber der Suchmaschine machen und Ihr Alter nie explizit eingeben, ich bin 26 oder so, sondern man kann vielleicht anhand der Anfragen und dem Themenspektrum, für das Sie sich interessieren, sehr gut herausfinden, wie alt Sie wahrscheinlich sind. Also eine Vorhersage machen. Daten über Sie sind häufig korreliert mit anderen Daten über Sie. Und das gilt für alle Personen im Normalfall. Und je mehr man davon hat, umso genauer kann man eine Person eingrenzen und einschätzen. Und selbst wenn keine Angaben da sind, und in den meisten Fällen sind irgendwelche Angaben da, wenn man sich, wer hat keinen Google-Account, wenn man einen Android hat? Ne? Gibt seltene Fälle, aber ich glaube, die Mehrheit hat einen. Und demzufolge muss man da sicherlich auch mal ein Geburtsdatum angeben. Ob man das richtig eingibt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber diese Diskrepanz zwischen gegebenenfalls falschem Geburtsdatum und den Anfragen, die man dann tatsächlich stellt, eingeloggt. Das wird sehr leicht rauszufinden sein im Verhältnis.
Ja. Also diese Art von Personalisierung, die ist definitiv vorhanden. Und zu dem Ersten, was Sie gesagt haben, dass die meisten RedakteurInnen einer ähnlichen Demografie was Ähnliches gesehen haben, ja, da gab es anscheinend einen Werbetreibenden, der am meisten bezahlt hat für dieses hohe Ergebnis. Ja. Ja, das kann. Ah, in ihre eigene Anzeige. Also die haben quasi eine Anzeige geschaltet, die perfekt in die Demografie der RedakteurInnen gepasst hat. Ah, okay. Dann haben die Anzeige relativ genau, obwohl die RedakteurInnen keine weiteren Informationen angegeben haben. Ja, dann gehe ich davon aus, es gab keine, die relevanter war, plus keiner, der mehr bezahlt hat. Ja, also klingt vernünftig. Also das System funktioniert in mancherlei Hinsicht. Naja, also Sie können auch Werbung schalten, wenn Sie wollen. Müssen nur bezahlen können. Ja. Da hinten noch. Ich finde es, also Google zum Beispiel, mein Google-Account kann ich sehen, wo es mich klassifiziert hat. Ah ja. Also dadurch, was ich gesucht habe, wie alt ich bin, ob ich Frau bin, ob ich, alles, wofür ich mich interessiere. Und meine Frage war eigentlich, so ist es, also ich finde schon, es würde auch für so, was machen für die Resultate, nachdem ich einen Query angegeben habe und nicht nur die Werbung? Ja, nein, das ist vollkommen klar, da haben Sie recht. Ich sag mal, man kann, wenn man es positiv formulieren möchte, dann gilt für Websuchmaschinen eigentlich, dass es sich um ein Businessmodell handelt, also für kommerzielle Websuchmaschinen, wo Nutzenerbringung für die NutzerInnen relativ gut in Übereinstimmung ist mit Geld verdienen damit. Das heißt, wenn die Suchmaschine funktioniert, kommen mehr NutzerInnen, man hat viel relevantere, also man hat viel mehr Aufmerksamkeit der gesamten Weltgemeinschaft im Sinne von Google und demzufolge kann man diese Aufmerksamkeit, die einem zuteil wird, auf Basis, dass die Leute sich die eigenen Suchergebnisseiten angucken, besser monetarisieren, indem man Werbung darauf schaltet. Das klingt gut. Ist auch vernünftig, wenn schon ein Dienst umsonst ist, irgendwo muss das Geld herkommen. Aber natürlich kann man an dieser Stelle auch jede Menge Kritik äußern an den ganzen Querylog-Personalisierung und das wird auch ununterbrochen getan. Also insofern, man sollte hier nicht denken, dass das nur positiv ist. Jetzt ist es leider so, dass wenn man von der Suchqualität her mithalten möchte, man ohne ein Querylog, soweit ich weiß, einfach nicht auskommt. Interessanterweise, und das passiert jetzt gerade, beziehungsweise in den letzten Jahren, wenn ich die Anekdote kurz sagen darf, durch die Konversationsassistenten jetzt oder auch vorher schon durch die Featured Snippet, über die wir schon gesprochen haben, man kann sagen, dass Google im Prinzip das eigene Relevanzsignal über das Querylog kannibalisiert dadurch. Man muss nicht mehr auf die Webseite klicken. Das heißt, keine Dwell-Time mehr. Man weiß gar nicht mehr, wie relevant das Dokument ist. Und je mehr Zeit ins Land zieht und je mehr neue Webseiten und neue Themen dazukommen, umso schlechter wird das Relevanzsignal, es sei denn, irgendjemand klickt noch oder genügend Leute klicken. Und mit den Konversationsassistenten, nun ja, es gibt Studien darüber, dann lassen Sie mich umgekehrt fragen. Wie oft pro Besuch eines Wikipedia-Artikels klicken Sie eine weiterführende Referenz im Wikipedia-Artikel an? Mehr als einmal pro Fall. Gar nicht fast. Ne? Und die Studie, die wurde auch auf Wikipedia gemacht, vor ein paar Jahren schon. Die meisten Menschen klicken nicht auf Referenzen. Referenzen erzeugen Credibility, aber keiner macht sich die Mühe, das zu verifizieren. Das ist ein Bias, den wahrscheinlich auch diese Konversationsassistenten haben werden, denn sie sehen so aus wie Wikipedia-Artikel im Augenblick. Das ist ein Problem. Das heißt, wenn Sie eine Suchmaschine bauen wollen, die dieses Relevanzsignal erzeugt, und zwar verlässlich erzeugt, dann kann es sein, dass es notwendig ist, die Leute dazu zu zwingen, mehr zu arbeiten. Und das natürlich entgegen dem Wunsch aller Informationssysteme, den Leuten möglichst schnell die Informationen zu geben. Und wenn es eine Abkürzung gibt, warum soll man sie nicht nehmen? Naja, Google und andere Suchmaschinen befinden sich in einer Konkurrenzsituation, auch wenn Google der Marktführer ist. Wir sehen das ja jetzt mit dem ChatGPT und Bing. Ne? Es gibt da viel Furore, Google Alarm rot oder irgendwie sowas. Ne? Alles ganz nett, aber in dem Zusammenhang wird sich noch zeigen, ob das wirklich in die Zukunft gebaut ist oder ob wir in Zukunft einfach bedeutend schlechtere Informationssysteme haben werden. Mal sehen.
Ja, es geht noch weiter. Ah, noch eine Frage. Zeige an Vorschläge von. Ja, das würde ich einsortieren hier bei Spezialisierung. Wenn die Suchmaschine das automatisch macht, einerseits, wenn sie Operatoren hinzufügen, ne, und oder, falls es mal eine Boolean-Antwort gibt oder solche Hochkommata, wie wir sie eben gesehen haben, dann ist es eher sowas wie Segmentierung, klar machen, also eingrenzen, worum es in die Suchmaschine, worum es in der Anfrage geht. Oder vielleicht auch sowas wie Scoping. Man könnte ja auch Site Search als Operator nennen. Wenn Sie sehr häufig auf Reddit gehen, persönlich, also so eine Mischung aus Site Search und Personalisierung, wenn Sie sehr häufig auf Reddit gehen, kann es sein, dass die Suchmaschine das erkennt und Ihnen eher mal ein Reddit-Ergebnis liefert, wenn Sie nach Produkten suchen oder sowas in der Richtung. Also das wäre schon eine Möglichkeit. Genau, es geht noch ein bisschen weiter und Sie sehen, es hier passiert eine ganze Menge. Man kann eine ganze Menge nur mit diesen kurzen Anfragen machen und man kann außerdem noch Abkürzungen verarbeiten, die in Anfragen drin sind, oder Synonyme, Hypernyme und Hyponyme, also gleichbedeutende Begriffe, Oberbegriffe oder spezialisiertere Begriffe mit in die Anfrage einfügen für die Expansion. Da geht es dann im Endeffekt darum, ich sag mal, die schlechten Retrieval-Verfahren, die in erster Instanz den Index adressieren, etwas besser zu informieren. Nicht notwendigerweise steht auf jeder Webseite das Saint oder Street als Abkürzung abgekürzt, sondern wenn man Texte schreibt, dann schreibt man es gerne aus, nimmt keine Abkürzung. Ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es gibt viele andere Abkürzungen und man schreibt die halt gerne aus. Und vielleicht möchte man diese Dokumente dann auch finden, obwohl man hier nur auch richtigerweise als Person, die eine Anfrage stellt, angenommen hat, dass man ja auch einfach die Abkürzung schreiben kann, muss man weniger tippen auf dem Handy, ist ganz angenehm. Also das heißt, die Leute wollen Convenience von ihrer Suchmaschine, auch im Interface und auch im Verstehen der Suchmaschine von den eigenen Wünschen oder auch im Interpretieren und Verstehen der eigenen Suchanfrage. Es gibt hier jeweils zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Wörterbuchbasierte oder maschinell lernbasierte Verfahren. Die maschinell lernbasierten Verfahren sind natürlich hier stark, nicht nur stark im Kommen, sondern stark im Vordergrund. Für spezialisierte Suchdomänen ist das allerdings noch nicht so. Zum Beispiel in der medizinischen Suche gibt es sehr gute, große, kuratierte Wörterbücher, die hier definitiv zum Einsatz kommen müssen, wenn Sie Fachterminologie suchen, weil maschinelle Lernverfahren nicht akkurat genug sind, um den Bedürfnissen von MedizinerInnen gerecht zu werden, wenn sie etwas suchen. Das heißt, hier ist es so, dass die Leute sich sehr stark daran gewöhnt haben, auf einer einfachen Boolean-Syntax Anfragen zu formulieren. Und eine systemseitige Verbesserung der Suchanfrage wirklich mit hoher Konfidenz stattfinden muss. Und wenn Sie jetzt hier rauskommen und nicht zufällig den Google Killer, die Google Killer Suchmaschine erfinden, was ich Ihnen sehr wünsche, machen Sie es ruhig, habe ich nichts dagegen, dann werden Sie diese Probleme, wenn Sie Suchmaschinen bauen in einem Unternehmen, auch haben, sich zu entscheiden, mache ich jetzt hier erstmal ein maschinelles Lernverfahren, suche ich mir Trainingsdaten, trainiere ich was, evaluiere das und so weiter, oder lasse ich mir einfach von den Experten, Expertinnen, die in der Domäne, in der ich suche, zum Beispiel Materialwissenschaften oder ähnliches, oder in der Unternehmenssuche die wichtigen Begriffe geben und schreibe die einfach auf. Denn solche Heuristiken, die wörterbuchbasiert sind, sind immer noch dramatisch schneller und effizienter als alles, was Machine Learning auf die Beine stellen kann. Auch in der Umsetzung gegebenenfalls. Genau, das im Prinzip als Abschluss der Möglichkeiten, eine Query zu verändern. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der insbesondere wichtig ist, wenn wir dann mal Wörter hinzufügen möchten einer Anfrage. Und wir wissen ja nicht, welche Wörter das sind. Wir können jetzt Vorhersagen auf Basis des Querylogs allein machen. Das heißt, andere NutzerInnen heranziehen, die gegebenenfalls längere Anfragen geschrieben haben und das als Vorhersagekriterium verwenden und dieses Back of Words dann als Anfrage nehmen.
Aber es gibt noch einen besseren Weg und der heißt Relevanzfeedback. Ich habe eben schon eine Art von Relevanzfeedback genannt. Wir werden gleich noch zwei andere Arten sehen, zu denen ich Ihnen natürlich auch noch die Frage stelle. Aber vorneweg, worum geht es hier? Wenn wir irgendeine Quelle für Relevanz haben, das heißt, wenn uns jemand sagt, dieses Dokument ist relevant, aber das aber nicht, in einem Suchergebnis, dann können wir folgende vier Schritte durchführen, sondern wir führen zuerst durch den Retrieval-Schritt, suchen die top-relevanten Dokumente gemäß unserer Suchmaschine, identifizieren entsprechend des Relevanzsignals die relevanten und nicht relevanten Dokumente in den Höchstgeränkten, dann extrahieren wir aus den relevanten und gegebenenfalls auch aus den nicht relevanten Dokumenten Wörter, die die beiden voneinander trennen. Und diese Wörter fügen wir mit einem positiven Gewicht oder einem negativen Gewicht unserer Anfrage hinzu. Und auf diese Weise können wir das Suchergebnis bei einem neuen Umlauf des Retrievals dramatisch schärfen. Das ist dann der vierte Schritt. So, ich habe ein Relevanzsignal schon genannt. Das ist ja das Querylog. Fallen dir noch zwei weitere ein vielleicht? Oder zumindest eins? Beides ist relativ plakativ. Beim einen rechne ich nicht damit, dass Sie es wissen. Aber beim ersten vielleicht schon. Muss es erraten können, sagen wir es mal so. Ja. Es geht darum, was wo man das macht. Welches Dokument in meinem Suchergebnis relevant? Ich weiß, dass links, also wie viele Seiten, die trustworthy sind, auf die Seite links als Kriterium eingezogen wird und was andere sagen. Okay. Okay, ich spanne Sie nicht auf die Folter. Es geht nicht darum, dass Sie Relevanz schätzen, wie wir es auch mit dem Querylog letztendlich tun. Wir haben kein direktes Relevanzsignal, sondern nur ein indirektes. Die Menschen verhalten sich irgendwie und wir gehen davon aus, dass das Verhalten der Menschen, wie sie mit den Suchergebnissen interagieren, korreliert ist mit der Relevanz der Anfrage. Ja? Das war genau das indirekte Relevanzsignal. Ich spanne Sie nicht auf die Folter, es ist nicht ganz leicht. Es gibt direktes, explizites Relevanzfeedback. Und es gibt öfter mal Personen, die Ihnen einfach sagen, was Sie für gut und für schlecht befinden. Insbesondere, wenn Sie eine kleine Suchmaschine bauen. Ist schwierig, ich gebe es zu. Genau, direktes Feedback. Die Nutzer sagen Ihnen einfach, was Sie für relevant halten. Und das kann insbesondere bei einer Situation, wo die Suchmaschine mit den NutzerInnen interagiert, von besonderer Bedeutung sein. Denn auf diese Weise lernt die Suchmaschine nicht nur aus einer recht kurzen Anfrage, was sie eigentlich wollen, sondern gegebenenfalls auch aus den Dokumenten, aus vielleicht den paar, eine Handvoll Dokumenten, die sie schon als relevant befunden haben. Und kann dadurch mit Anreicherung von Wörtern aus diesen Texten die Suchanfrage bedeutend effektiver gestalten. Und dann gibt es noch ein, man könnte sagen, naives Verfahren, das sogenannte Pseudo-Relevanz-Feedback. Wir tun einfach so, als würde die Suchmaschine funktionieren und nehmen die Top-K-Ergebnisse, sagen wir mal die Top 10, als relevant an und alle darunter als nicht relevant. Und tun so, als wäre es richtig. Das kann man machen. Und wenn Sie Ihre Suchmaschine, selbst wenn Sie eine einfache Suchmaschine gebaut haben, mit Standardmodellen, die jetzt nicht mit den kommerziellen mithalten können, die sind schon so designt, dass wahrscheinlich was Relevantes oben stehen wird. Und wenn Sie sich auf diese Wahrscheinlichkeit der Relevanz verlassen, dann ist das keine schlechte Heuristik. Die sollten Sie sich unbedingt merken. Die kommen auch nochmal vor. Genau. Jede Menge Details zu Query-Analyse und Query-Synthese, aber jetzt kommen wir dann zum eigentlichen Kernpunkt des Baus von Suchmaschinen, nämlich dem Retrieval-Modell. Im Herzen einer Suchmaschine ist das Retrieval-Modell. Und wir nehmen also die irgendwie analysierte und synthetisierte Suchanfrage, verwenden sie als Eingabe für das Retrieval-Modell und mit dieser Eingabe gehen wir an den Index ran, machen das sogenannte Query Processing und erhalten als Ergebnis eine gerankte Liste von Suchergebnissen. Hier nochmal in der Form einer Repräsentation D1 bis D3, also analog zu den Dokumenten, die wir oben einzeln repräsentiert haben. Hier sind es halt verschiedene Dokumente, die wir alle gesehen haben. Und zu jedem Dokument, hier der Index suggeriert das Ranking, gibt es einen sogenannten Relevanz-Score.
irgendeine Zahl die Relevanz anzeigt. Und ich habe hier absichtlich Zahlen gewählt, die komisch sind vielleicht, nicht normalisiert zwischen 0 und 1, sondern irgendwelche Zahlen. Es ist auch egal, ob es positive oder negative Zahlen sind. Sie müssen sich nur eine Regel für Ihr Retrieval-Modell geben und das so designen, dass zum Beispiel die größte Zahl, die numerisch größte Zahl, das relevanteste Dokument anzeigt. Sie sortieren danach und erzeugen dann mit Hilfe dieser Referenzen hier, das sind ja nicht die richtigen Dokumente, die eigentliche Suchergebnisseite. Das ist alles, was eine Suchmaschine im Endeffekt macht. Und hiermit sind Sie gut bedient. Das reicht als Suchmaschine. Ne? Also, wobei diese Synthese könnte man im Prinzip auch noch sich noch sparen. Dann ist es im Prinzip eine Einbahnstraße, die man durchläuft in der Suchmaschine als Nutzender. Man gibt was ein, man erhält das Ergebnis, das so gut ist wie die Suchmaschine selbst und das, was man eingegeben hat. Und die Suchmaschine versucht nichts Schlaues mit der Anfrage zu machen. Also das heißt, Query-Synthese kann man sich gegebenenfalls noch sparen. Ja, das sind auch die meisten Suchmaschinen, wie sie, lassen Sie mich nicht lügen, bis in die 90er hinein funktioniert haben, vielleicht noch ein bisschen weiter, bis dann irgendwann das Web kam und das Bedürfnis an besseren Methoden bedeutend größer wurde und der Druck so groß wurde, dass Innovation unumgänglich war und letztendlich Google unter einigen anderen dann das Rennen gemacht hat bis heute. Das Retrieval basiert, wie gesagt, auf dem sogenannten Retrieval-Modell. Und ein Retrieval-Modell hat drei Bestandteile. Eine Funktion, die Dokumente im Computer repräsentiert. Und jetzt sprechen wir über das formale Modell. Also das heißt hier, das, was ich hier im Herzen der Suchmaschine genannt habe, wenn Sie nur Information Retrieval reine Forschung machen wollen, dann sparen Sie sich das ganze andere drumherum und bauen keine echte Suchmaschine, sondern nehmen nur den Teil der Textanalyse für irgendeinen Datensatz, den Sie schon haben und indizieren vielleicht und auch das Bauen einer Ergebnisseite ist nicht unbedingt notwendig. Wenn Sie eine Suchmaschine gut machen wollen, müssen Sie hier anfangen, weil das Schwierigste von allem ist. Überhaupt ein mathematisches Modell aufzustellen, das es Ihnen erlaubt, Relevanz zu schätzen auf Basis von Wörtern in Dokumenten und Wörtern in Anfragen oder gegebenenfalls anderen Medien. Was wir also brauchen, ist eine Funktion, mit der Dokumente repräsentiert werden. Das ist dann das Ergebnis der Textanalyse. Wir brauchen eine Funktion, mit der Anfragen analysiert werden. Das haben wir gerade gehört, Query-Analyse. Und wir brauchen eine Funktion, die die Repräsentationen entgegennimmt und einen Relevanzscore ausspuckt. Und der Relevanzscore soll die Relevanz des Dokuments sagen, wobei Relevanz bedeutet, dass ein relevanteres Dokument das Informationsbedürfnis desjenigen, der die Anfrage gestellt hat, am besten erfüllt. Ja, wir haben gesehen, Query Processing werde ich vielleicht nicht so viel drauf eingehen, das ist einfach nur die Benutzung des Indexes. Relevant Scoring, das zeige ich Ihnen jetzt und Verteilung des Ganzen spielt natürlich auch noch eine Rolle. Natürlich kann das nicht alles nur auf einem Rechner passieren. Man muss eine solche Anfrage gegebenenfalls auf mehreren Rechnern parallel verarbeiten. Genau. Ja, genau. Wie schon gesagt, es gibt nicht mal eine Folie zu Query Processing. Das wird dann später beim Indexing-Part kommen. Spielt jetzt hier aber auch keine große Rolle. Oder ich glaube, es ist nach Wichtigkeit sortiert. Ja, ich glaube, das werde ich mal umsortieren. Das würde Sinn ergeben hier. Okay, das ist nach Wichtigkeit sortiert. Also, die Quantifizierung von Relevanz geschieht auf Basis eines realen Dokuments D, hier kursiv der Buchstabe, und einer realen Anfrage Q. Im Prinzip in der Informatik Strings. Strings mit Text. Und diese Dokumente gehen in eine Relevanzfunktion hinein. Und diese Relevanzfunktion rechnet nichts anderes aus als die Summe über alle Wörter T, die sich in unserer Terminologie befinden. Wir haben das beim Indexing gesehen, es gibt eine Terminologie, das sind die Wörter, die wir als Indexterme identifiziert haben. Und die Summe wird gebildet aus der Multiplikation
einer Gewichtsfunktion, einer Termgewichtsfunktion für das Wort bezüglich der Anfrage und einer Termgewichtsfunktion für das Wort bezüglich des Dokuments. Einem Term wird ein Gewicht verliehen und dieses Gewicht soll anzeigen, wie wichtig der Term für, in dem Fall hier, das Dokument ist. Oder halt, wie wichtig der Term für die Anfrage ist. Da die Dokumente üblicherweise bedeutend länger sind als die Anfragen, ist diese Gewichtsfunktion meistens wichtiger und man kann sich diese hier im Prinzip auch sparen, wenn man nur Schlüsselwortanfragen bekommt, 3-4 Wörter, dann wird man da nicht viel quantifizieren können. Nichtsdestotrotz, da kommen wir auch noch drauf später, ist das durchaus möglich, hier was zu quantifizieren. Darüber wird die Summe gebildet und das ist dann unsere Relevanzfunktion Rho. Daraus werden diese Zahlen erzeugt. Das ist alles. Wir müssen nichts Kompliziertes tun, wir müssen nur eine solche Termgewichtsfunktion hier erfinden. Jetzt gibt es eine kleine Besonderheit hier. Wir schauen uns alle Terme an. Und ich frage Sie, warum? Warum schauen wir uns nicht nur die Terme an, die tatsächlich im Dokument oder in der Anfrage vorkommen? Haben Sie eine Idee? Ja? Vielleicht aufgrund von Synonymen? Ja, korrekt. Genau. Es kann andere Terme geben, die auch korreliert sind mit dem Relevanzsignal, das wir messen wollen. Vielleicht haben wir ein falsches Wort eingegeben, das nicht so geläufig ist. Und es gibt ein viel geläufigeres Wort für das, was wir wollen. Und dieses Wort hätte ein viel höheres Gewicht, wenn man es in die Termgewichtsfunktion gäbe. Und insofern ist es erstmal falsch, irgendeinen Term zu ignorieren. Natürlich kann das Vokabular sehr groß sein und es wächst, je größer Ihre Dokumentkollektion wird. Das heißt, in der Praxis ist es tatsächlich so, dass man sich nur die Wörter in der Anfrage im Extremfall oder nur die Wörter im Dokument genauer anschaut. Man braucht auch irgendeine Vorhersagefunktion, die sagt, was ein Term, der nicht in der Anfrage vorkommt, überhaupt mit der Anfrage zu tun haben könnte. Und das ist gegebenenfalls nicht notwendig. Das kann Dictionary-basiert sein, aber ist wahrscheinlich auch wieder Machine Learning-basiert. Ja? Wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, dann wenn man jetzt quasi nach einem Buch googelt oder so, dann wird diese Funktion quasi jedes Wort im Buch als Anfrage? Nein. Oder also aber auch als einzelnen Term oder wie? Das hier ist die Anfrage. Ja. Diese Anfrage besteht aus Wörtern. Und das könnte jetzt dieses T hier sein, ein Wort daraus. Das ist das Dokument, das reale Dokument, der String, und besteht auch aus Wörtern und das könnte auch in dem Dokument drinstehen. Aber dann da quasi auch jedes Einzelne. Es wird eins nach dem anderen durchgegangen, ja. Und kombiniert wird da gar nichts. Naja, es wird multipliziert und summiert. Nee, ich meine aber jetzt, also wenn ich jetzt quasi nach einem Satz suche, dann nur wenn dieser Satz in Anführungszeichen quasi in meiner Google suche, ich verstehe. Dann werden mehrere Wörter auch gleichzeitig. Ich verstehe. Das hängt jetzt davon ab, wie schlau Ihre Query Understanding Verfahren sind, die von selbst solche Phrasen einfügen und wie gut Ihre Textanalyse ist, die von selbst Indexterme erzeugt, die auch Phrasen sind. Und die müssen natürlich auch indiziert werden. Also das heißt, wenn Sie als Indexschlüssel einen Indexterm haben, der aus zwei Wörtern besteht, dann ist das alles möglich. Also nehmen Sie hier T als Repräsentant des Indexterms. Und Indexterm ist jetzt noch eine Woche her, wir gehen nochmal ganz genau darauf ein. Indexterm bedeutet halt alles, was Sie aus dem Dokument herausziehen und irgendwie serialisieren, das kann ja alles möglich sein, das kann auch eine Zahl sein. Also nicht nur eine Zahl, die im Dokument steht, sondern eine Zahl, die Sie einfach erzeugen, die für irgendwas steht, die als Schlüssel im Index verwendet wird. Denn wenn wir uns den Index anschauen, haben wir keine Wahl, ich weiß nicht, ob ich hier zurück kann, ist der Index hier irgendwo? Wo ist er? Da ist er. Wenn wir uns den Index anschauen, haben wir doch nur eine Hash-Tabelle, eine Multimap, bei der die Schlüssel die Terme sind. Und wenn die nicht matchen, dann finden wir halt nichts. Das heißt, wir müssen deshalb ja auch bei der Textanalyse und bei der Query-Analyse irgendwie eine Übereinstimmung zwischen den beiden Sprachen
Anfragesprache und Textsprache herstellen. So. Genau, dann gehe ich direkt zur nächsten Folie hier. Genau, also Sie haben es gesagt, Synonyme ist das Beispiel. Andere Terme im Allgemeinen haben möglicherweise ein nicht von null verschiedenes Gewicht für die Anfrage oder für das Dokument. Es kann auch ein negatives Gewicht sein, wenn Sie irgendeinen Weg finden, Nicht-Relevanz zu quantifizieren. Das ist meistens bedeutend schwieriger, als Relevanz zu quantifizieren. Nichtsdestotrotz, die meisten haben keine Bedeutung für die Anfrage oder für das Dokument und können in den allermeisten Fällen ignoriert werden. Es mag Situationen geben, wo das nicht so eine gute Idee ist. Also das heißt, das hier ist die allgemeinste Form, wie man ein Anfragemodell, ein Retrieval-Modell formalisieren kann. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Spezialisierungen, die wir dann noch kennenlernen werden. Wie gesagt, das Query Processing überspringe ich etwas. Es gibt zwei Arten, Queries zu prozessen. Das ist einmal jedes Dokument eins nach dem anderen und das andere ist jeder Term eins nach dem anderen und dann wird akkumuliert, sodass man für alle Dokumente gleichzeitig, bis man fertig ist, einen approximativen Score erhält. Das ist mehr so algorithmisch, könnte man sagen. Wie kann ich einen Index möglichst gut ansprechen? Ich zeige es Ihnen auch hier nochmal. Nur, dass Sie es verbinden können mit dem Index. Das hat definitiv was mit dem Zugriff auf diese Datenstruktur zu tun. Also bei einem Dokument, Document at a Time, fange ich einfach am Anfang der Subindizes hier an. D1 kommt zuerst. Dann nehme ich dann die ganzen Postlisten, gehe ich dann parallel durch. T1, T2, T3 und T5. Und dann kommt D2, dann kommt T4 an die Reihe und dann nochmal T1 bis T3 und so weiter und so fort. Also das heißt, ich gehe Dokument für Dokument durch. Beim Term at a Time ist es wieder horizontal. Das heißt, wir gucken uns den ersten Term an, der im Index steht, den zweiten, den dritten und haben dann einen partiellen Score dieser Summe, aber für alle Dokumente gleichzeitig. Auf diese Weise können wir das Processing gegebenenfalls früher abbrechen, wenn sich herausstellt, dass sich die Summe bei manchen Dokumenten nicht mehr dramatisch erhöht mit jedem neuen Term, den wir sehen. Also es gibt Vor- und Nachteile von jedem Verfahren. Kommen wir aber auch noch im Detail zu. So. Genau. Ja, genau. Verteilung überspringe ich auch größtenteils. Naja, Sie werden viele Anfragen erhalten, wenn Sie eine große Suchmaschine haben. Das heißt, Sie brauchen mehr als einen Rechner, der Queries verarbeitet und natürlich kann man mit Caching eine ganze Menge erreichen, indem man Ergebnisse cached, die früher schon mal von anderen oder auch von Ihnen selbst beantwortet wurden. Auf diese Weise kann man sehr schnell ein Suchergebnis ausliefern. Wie sich bei Google sehr früh herausgestellt hat und bei anderen Suchmaschinen mittlerweile, ist eine Antwort auf Knopfdruck fühlt sich einfach angenehm an, wenn man sie erhält. Wenn Sie mal 2-5 Sekunden auf eine Antwort warten müssen oder sogar noch länger, dann sitzt man da und ist schon genervt. Es hat sich so gezeigt, dass so 300 Millisekunden so eine Zielzeit sind. 300 Millisekunden, bis die Antwort da sein muss. Unter Milliarden von Dokumenten, die Sie indiziert haben. Genau, das ist im Prinzip dann jetzt wirklich, wie moderne Suchmaschinen funktionieren, mit einer Einschränkung. Es hat sich dann, seitdem die Query-Logs da sind, noch einiges geändert. Es gibt noch einen weiteren Ranking-Schritt. Nachdem man das initiale Ranking gemacht hat, gibt es ein Re-Ranking. Und dieses Re-Ranking basiert auf maschinellem Lernen. Da gehe ich etwas salopper rüber. Es gibt das sogenannte Learning to Rank, das zunächst erfunden wurde auf Basis der Query-Logs. Hier geht es darum, eine von diesen drei Aufgaben zu lösen, die oben stehen. Gegeben ein Dokument und eine Anfrage, ist das Dokument relevant, ja oder nein? Das ist die Lernaufgabe, das wäre pointwise. Pairwise wäre, gegeben zwei Dokumente und eine Anfrage, welches ist relevanter? Also das heißt, Sie vergleichen zwei Dokumente miteinander und entscheiden, welches relevanter. Und listwise ist, gegeben eine Menge von Dokumenten, in welcher Reihenfolge sind die zu dringen bezüglich der Anfrage? Das sind verschiedene Lernaufgaben, da gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, wie die funktionieren. Nur, dass Sie wissen, das wurde auch recht früh erfunden als Möglichkeit. Maschinelles Lernen gibt es schon ein bisschen länger. Und es hat sich aber erst als praktikabel herausgestellt in
in dem Zusammenhang, als Google tatsächlich mal eine richtige Größenordnung an Query-Logs angehäuft hatte. Das heißt, man braucht erstmal genug Daten, damit das überhaupt irgendeinen Sinn ergibt. Das heißt, das Query-Log muss groß genug sein, was auch die größte Einstiegshürde für Dritte ist, in die Forschung einzusteigen, beziehungsweise in die Praxis einzusteigen. Heute gibt es das Neural Information Retrieval, das im Prinzip dasselbe nochmal macht. Und hier hat sich genauso vor kurzem herausgestellt, dass mehr Daten, das heißt größere Sprachmodelle, eine größere Effektivität haben. List-wise Neural Information Retrieval ist noch nicht gelöst. Wie funktioniert das? Wir starten mit einem Standard-Retrieval-Modell, hier BM2.5, und ranken einfach die Ergebnisse. Dann machen wir ein Point-wise Re-Ranking mit einem Modell, das dafür gebaut wurde, zum Beispiel auf den Top 1000 Dokumenten. Als nächstes gibt es ein Pairwise Re-Ranking auf dem Ergebnis des vorherigen Schritts unter den Top 50 Dokumenten. Pairwise, wenn man Dinge paarweise miteinander vergleichen soll, 50 mal 50 ist eine recht große Zahl, können Sie sich vorstellen, es wächst quadratisch und die Inferenz dieser Modelle ist ein bisschen teuer, demzufolge kann ich nicht mehr so viel machen. Ich muss hoffen, dass unter den Top 50 jetzt die meisten relevanten Dokumente sind. Es werden irgendwelche Paare gezampelt unter den Top 50. Wir sagen eine Wahrscheinlichkeit für die höhere Relevanz des einen oder des anderen Dokuments voraus und nehmen diese Wahrscheinlichkeiten, um einen Relevanzscore zu generieren für das Dokument. Und heraus kommt das Ranking. Das nur als schnelle Übersicht. Das funktioniert recht gut, insbesondere wenn man Richtung Pairwise geht. In einem Standardmaß sehen Sie hier einen dramatischen Unterschied zwischen den Verbesserungen des Rankings. Sie werden in der nächsten Vorlesung noch hören, was dieses NDCG ist. Genau, und ja, Evaluierung, da kommen wir jetzt zu. Ne? Wenn wir eine Suchmaschine haben, dann ist es nett, die Suchmaschine gebaut zu haben. Sie haben sich viel Mühe gegeben, diese ganzen Suchmaschinen hier, diese ganzen Komponenten hier zusammenzutragen, zu konzertieren. Sie haben sie alle persönlich geprüft und finden es gut. Sie haben eine Frage? Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nee, ist alles gut. Okay, es war dieses Ranking, dadurch, dass sich die Dokumente ja eigentlich, also die jeden Tag verschieden sind und Sie meinen, vor 50% der Anfragen gab es noch nicht, ja. Die sind neu, dann muss ich ja eigentlich permanent diese Ranking-Schritte neu durchlaufen, oder? Also wie schafft man es auf dem aktuellen Stand quasi? Vielleicht ist es ein Missverständnis, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist so, dass für den Retrieval-Prozess hier unten, ich gehe mal wieder in den Präsentationsmodus, für den Retrieval-Prozess hier unten, es ist immer online. Das bedeutet, Sie müssen es immer on the fly alles machen. Jedes Mal. Aber diese Learning to Rank, die drei Steps, die gerade gab, List-wise, die müssen ja eigentlich immer im Voraus schon. Nee. Nein, können Sie nicht. Keine Chance. Okay. Das ist ad hoc. Deswegen. Gehen Sie die Schritte, deswegen fangen Sie an mit einem Suchergebnis von einem einfachen Retrieval-Modell. Das ist das Ergebnis des einfachen Retrieval-Modells, auf den Index zugreift. Hier kommt das Ergebnis und zwei Ergebnisse, zwei neue Rankings auf Basis der Point-Wise- oder Pair-Wise-Modelle. Die Inferenz da, das ist on the fly quasi. Ja, jedes Mal. Okay. Natürlich kann man hier schon sagen, dass das sehr teuer ist. Und man muss nicht notwendigerweise, Sie müssen sich jetzt nicht notwendigerweise ein tiefes neuronales Netz vorstellen, eher ein klassisches maschinelles Lernmodell. Die sind aber gut genug, wenn Sie genug Daten haben. Es geht nur darum, irgendwie die relevanteren Dokumente möglichst frühzeitig nach oben zu bringen, wenn Sie ein Relevanzsignal haben. Ja? Und diese vier Schritte sind dann quasi jedes Mal in den 300 Sekunden, wenn ich jetzt den Google-Suchen ja. habe. Ja, das ist die Herausforderung, genau. Engineering-mäßig eine riesige Herausforderung. Das ist nicht Ihre Herausforderung für das Laborprojekt. Das wollte ich Ihnen noch, das kann ich Ihnen vielleicht doch sagen. Nein, um Gottes Willen. Das ist der Wunsch, wenn Sie wirklich etwas bauen wollen, was von vielleicht Tausenden, na, vielleicht ein bisschen untertrieben, sagen wir mal Millionen von NutzerInnen verwendet werden soll. Dann macht man sich um sowas Sorgen. Geschwindigkeit mitunter neben Qualität. Qualität kommt jetzt aber. Ne?
Evaluierung spielt eine große Rolle im Information Retrieval. Wir haben ein komplexes System gebaut und das ist wirklich komplex. Viele bewegliche Teile. Jedes hat seine eigenen Fehlerwahrscheinlichkeiten, etwas falsch zu machen. Und das bedeutet hier, dass wir uns Mühe gegeben müssen, herauszufinden, ob überhaupt alles gut funktioniert. Evaluierung ist hier so klein dargestellt, aber es macht einen der größten Aspekte der Information Retrieval Forschung oder auch Entwicklung aus und generell allen Engineerings, wenn man so möchte. Wenn Sie ein System bauen, müssen Sie feststellen, ob es gut funktioniert. Und das können Sie nur, indem Sie das System Personen zuführen, die nicht Sie selbst sind, um insbesondere ein ungebiasstes Ergebnis diesbezüglich zu erhalten. Man kann jetzt komponentenweise evaluieren und dafür Laborexperimente machen. Man wird aber irgendwann gezwungen sein, die ganze Suchmaschine von A bis Z, sagen wir mal den Retrieval-Prozess spezifisch, zu analysieren. Der obere Teil, da kann man ein bisschen, da spielt nur das Indexing eine Rolle, sagen wir mal, für die Evaluierung und die Textanalyse. Aber die Akquise muss man natürlich nicht jedes Mal ad hoc machen, das ist klar. Genau, was wollte ich noch sagen? Wir gehen jetzt auf die Evaluierung genauer ein. Bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch eine weitere Grafik, aber ich überspringe jetzt die Folien, weil das jetzt sofort als nächstes kommt. Noch eine weitere Grafik hiernach, wie wir alle jetzt ja schon mehrfach diskutiert haben, auch in dieser Vorlesung, wie wir in den letzten Monaten gesehen haben, die Welt ändert sich und sie hat sich im Information Retrieval in der Forschung schon eine Weile in die Richtung bewegt, seit es tiefe neuronale Netzwerke gibt. Die Frage ist natürlich, was kann ich hier mit neuronalen Netzen machen? Ich kann sie hier einsetzen, ich kann sie hier einsetzen, aber ich kann sie auch überall sonst einsetzen und vielleicht wird in Zukunft eine Suchmaschine etwas anders aussehen. Vielleicht wird sie so aussehen. Wir wissen es nicht. Das ist alles Zukunftsmusik. Es sind alles aktive Forschungsbereiche. Wir müssen uns beim Crawling nicht mehr mit Plaintext und Encoding herumschlagen. Die können die neuronalen Netze können die Dokumente im Binärcode analysieren, wenn sie richtig gut sind. Menschen können das ja auch, mein Gott. Neuronale Indexe, die irgendwie in den Milliardengewichten gelernt haben, was in den Dokumenten steht und uns die richtigen Dokumente wiedergeben. Eventuell Self-Training, das bedeutet, die Suchmaschine lernt selbst, was relevant ist und erzeugt eine brauchbare Lösung für das Problem, ohne dass wir Feedback von den Nutzern brauchen. Kann man aber noch zusätzlich verwenden, wenn man es eh schon hat, um nochmal zu verbessern. Das neuronale Retrieval und natürlich die Generierung von direkten Antworten, wie wir es jetzt hier schon gesehen haben bei den Konversationssuchmaschinen. Und wer weiß, vielleicht in Zukunft sogar einen AI-Agenten, den Sie losschicken und der Ihnen die Recherche erledigt und der ebenfalls sein Informationsbedürfnis hat, da er auf Sie zugeschnitten ist. Also insofern eine ganze Menge Excitement in der zukünftigen Forschung im Information Retrieval. Anders als vielleicht in anderen Forschungsbereichen ist das hier nochmal ein, kann man das als Durchbruch bezeichnen, die Technologie reingenommen mit allen Risiken, die damit einhergehen. Nichtsdestotrotz brauchen wir noch nicht erwarten, dass sich die Welt dramatisch ändert von heute auf morgen. Die meisten Suchmaschinen werden auch noch auf Jahre hinaus so gebaut werden und eher noch rudimentärer sein, komme ich jetzt nicht so leicht zurück, nämlich ohne Sprachmodelle, ohne Querylogs und einfach nur eine handelsübliche Suchmaschine. Genau, das zu diesem Bereich.